wach. Also, wo bin ich hier? Ach ja, ich bin tot. Das ist der Sarg. Ich bin in der Hölle. Kann ja gar nicht anders, so wie ich gelebt habe. Macht den Deckel auf und sieht sich in dem Foyer einer großen Bar. Steigt aus, es klappt. Geht zum Tresen und wird direkt angesprochen. Hallo Helmut, was kann ich für dich tun? Ja, möchtest du was trinken? Ja, gib mir erstmal ein Wasser. Dann nach einiger Zeit sagt der Barkeeper zu ihm, hast du dir schon überlegt, wo du wohnen möchtest? Hättest du gerne Meeresblick oder ziehst du die Berge vor? Und willst du in den Golfclub oder willst du in den Polo-Club oder sowas ähnliches rein? Ne? Und bevorzugst du eigentlich Blondinen oder Dunkelhaarige? Dann sagt er, wo bin ich denn hier? Dann sagt er, vollkommen klar, in der Hölle natürlich, wo sonst? Ne? Und nachher kommt übrigens der Chef. Kurz darauf geht die Tür auf, der Typ kommt rein, das ist der Chef. Du bist Lucifer? Ja, ja. Man nennt mich auch den Teufel. Gut. Und der kümmert sich auch gleich wieder wahnsinnig um ihn. Wir sind ja so froh, dass du hier bist. Da haben wir schon lange auf dich gewartet. Ne? Wir wussten ja, es dauert nicht mehr so lange mit dir, aber jetzt bist du halt da. Es war ganz wunderschön. Und reden lassen die ganze Zeit miteinander. Und da sagt er auf einmal, sag mal Lucifer, aber eins verstehe ich nicht. Das ist doch die Hölle hier. Und wir haben immer die schlimmsten Sachen über die Hölle gehört. Von wegen brennende Leiber, schreiende Menschen und all sowas. Ne? Ja, ja, sagt er, so richtig, die Geschichte kenne ich auch. Ich sage gar nichts dran. Ah, komm mal mit. Verlassen die Bar, gehen so einen langen Gang lang, hinten rechts ist eine Tür, der macht die Tür auf, was sieht man da? Tatsächlich Feuer, schreiende Menschen und Quellen und alles Mögliche. Ne? Und sagt er zu dem Lucifer, was soll das jetzt? Er sagt, das für die Katholiken. Das braucht ganz haben, ne? So. Wie weit sind wir denn? Ready. Ready, ja? Ich hätte schon aufgenommen. Ja, das war nur der Soundcheck. Ah, nur ein paar Hunter, ey. Das war nur der Soundcheck. Ja. Vielleicht liegt mir einfach auf den Tisch, ne? Okay. Das ist einfach nur ein Diktiergerät. Also das ist nur eine Kamera und ein MP3-Player und was nicht alles noch. Okay. Komische Technik. Frag den Teufel. Ich habe aber leider kein Stativ bei, also ein Mini-Stativ, so ein Fingerstativ. Deshalb kannst du auch einfach hinlegen. Also das ziehe ich nachher halt einfach ein bisschen lauter im Pegel und dann kann man eigentlich das hier. Die Akustik aufzunehmen. Genau. Aber nicht für die Augen. Nö, das ist nur cool. Also, ich hör dann heute Abend so viele Stimmen. Also nichts Neues. Ich fange mal mit dem an, was mir so heute im Laufe des Tages in den Kopf gegangen ist. Einiges ist ziemlich spinnert, aber ich erzähle es trotzdem. Ich habe den Eindruck, oder ich hatte heute gedacht, eigentlich schreiben wir hier Geschichte. Das hört sich mal sehr massiv an, aber da können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, wir fangen hier eine neue Idee an. Eine neue Idee, dass nämlich zum Beispiel Leute, die sich als links empfinden, ein positives Verhältnis zu Europa und zur europäischen Einigung formulieren oder zumindest versuchen, es ernsthaft in Angriff zu nehmen. Denn bisher kennen wir die europäische Linke eigentlich als ein Gebilde, das erstens national aufgestellt ist und das im Zweiten sagt, mit diesem Elite-Europa wollen wir nichts zu tun haben und deshalb ist es für uns auch kein Thema. Das hat allerdings schwerwiegende Konsequenzen gehabt. Europapolitik ist tatsächlich von der Linken links liegen gelassen worden und deshalb haben wir da heute ein Instrument der Machtergreifung, das sehr subtil arbeitet, aber eben auch sehr wirkungsvoll. Die Situation ist heute tatsächlich die, dass wir damit rechnen müssen, dass über kurz oder lang anstelle dessen, was wir immer als Demokratie empfunden haben, eine Technokratenherrschaft eingesetzt wird. Das ist in kleinen Schritten erfolgt, aber wir nähern uns diesem Zustand immer mehr. Und ein entscheidender Schritt dazu wird sein, wenn sich der Europäische Rat
inspiriert durch Frau Merkel in erster Linie, beziehungsweise der Banken, wie auch immer, wenn die durchsetzen, dass der europäische Haushaltskommissar und damit die Europäische Kommission jeden einzelnen Haushalt in einem EU-Mitgliedsland genehmigen muss. Wir haben heute schon ein Verfahren, das nennt sich Europaseminar, es betrifft den maximal 1% der Bevölkerung kennen. Und das ist ein Verfahren, das Anfang des Jahres die Haushaltspläne der einzelnen Mitgliedstaaten, der EU-Kommission und dem Europäischen Rat vorgelegt werden müssen. Und die debattieren dann und sagen den jeweiligen Regierungschefs, was sie davon ins Parlament tragen sollen und was nicht. Und die, die das nicht tun, die kriegen Schwierigkeiten. Da könnte sich sicher sein, wie das Abend in der Kirche, aber es ist intransparent und deshalb kann keiner sehen, was da geschieht. Dieses Verfahren, das einfach eine Prüfung ist, das heißt, es wird einfach gemacht, soll legalisiert werden. Und das ist das, was wir unter Haushaltskonsolidierung verstehen oder was unter Haushaltskonsolidierung und europäischen Fiskalpakt und ähnlichen schönen Worten umschrieben wird. Das heißt, eine Entmachtung der nationalen Parlamente. Wobei man sagen muss, dass diese Parlamente sowieso heute schon mit der Euro-Problematik total überfordert sind. Es gibt kaum einen Abgeordneten, der in der Lage ist, wirklich sich ein Bild darüber zu machen, was in der Europäischen Union abgeht und welche Grundsatzentscheidungen getroffen werden. Und dann kommt noch die nette Kleinigkeit hinzu, dass man dicke Rettungspakete, dick nicht nur in Bezug auf die Summen, um die es geht, sondern auch um die Schriftwerke, die teilweise diese Dicke haben, zu jedem überreicht, mit dem Motto, morgen stimmen wir darüber ab. Mhm. Diese Leute haben keine Ahnung, die können keine Ahnung haben. Das kann man ihnen nicht mal zum Vorwurf machen. Zum Vorwurf machen müssen wir ihnen, dass sie sich dagegen nicht wehren. Aber diese Leute sind gut versorgt und die fühlen sich auch als eine gewisse Elite und deshalb machen sie das alles mit und sie wollen beim nächsten Mal wieder aufgestellt werden. Und es gibt Mehrheitsbeschlüsse in den Fraktionen und so weiter, die unterwerfen sich dem. Das wird alles wahrscheinlich in kurzer Zeit absolut legalisiert. Wir erleben die EU heute als ein Gebilde, das demokratisch wenig legitimiert ist. Das wird offen zugegeben, auch von Verfassungsrechtlern und Ähnlichem, aber wenn man zum Beispiel das, was heute Übung ist, in Buchstaben liest und darüber in einer Volksabstimmung abstimmen lässt und die Mehrheit sagt ja, dann ist dies alles legal. Dann wird da auch kein Verfassungsgericht irgendetwas gegen sagen. Und den EU-Gewaltigen ist klar, dass sie diesen Schritt, das, was sie heute machen, in Buchstaben zu gießen, darüber das Wort Verfassung zu setzen, für Europa, dass sie diesen Schritt gehen müssen. Das werden sie gut vorbereiten, in diesen Vorbereitungen sind sie dabei. Da hat sich eine Gruppe von 4 Leuten, Spitzenleuten aus der EU, EZB-Chef, Euro-Rat-Chef, Euro-Gruppen-Chef und noch einer, den vergesse ich in letzter Zeit immer, Kommissionspräsident Barroso, ja, die arbeiten den Fahrplan, die sogenannte Roadmap dafür aus. Und es ist anzunehmen, dass wenn Merkel ihren Sturm mit der Wahl hinter sich hat, dass die Sache dann losgeht. Wenn diese Volksabstimmung kommt und mit Propaganda in Gang gesetzt wird und es gibt die Zustimmung, sind die Messen gesungen, haben wir nichts mehr zu machen. Haben wir nichts mehr zu lachen. Und dann haben wir keine Möglichkeit mehr der wirklichen demokratischen Beeinflussung. Die Möglichkeiten sind heute schon gering, dann sind sie noch geringer. Und daher ist die Idee gekommen, dass isländische für Europa umzusetzen, es nachzuahmen, zu gucken, was können wir davon übernehmen oder nicht. Die Isländer waren in der gleichen Situation wie viele andere Europäer, Finanzblase geplatzt und es sollten isländische Banken gerettet werden. Banken, die vor allem mit dem Geld von niederländischen und britischen Anlegern spekuliert hatten, hatten riesen Renditen versprochen, das Ganze ist zusammengebrochen. Die Regierung tat das, was ihr von allen empfohlen wurde, ein Bankenrettungspaket auf. Legen die Bevölkerung in der Volksabstimmung Nein dazu gesagt. Das Ganze wurde wiederholt. Die Regierung hat das Rettungspaket ein bisschen geändert. Es wurde wieder abgelehnt. Daraufhin stürzte die Regierung und die mutig und selbstbewusst gewordene Zivilgesellschaft in Island hat gesagt,
wir sind stärker, als wir gedacht haben. Und jetzt wollen wir eine neue Verfassung haben, denn unsere Verfassung ist eigentlich die dänische, unsere ehemaligen Kolonialherren. Ja, das haben die gemacht und die hatten eine sehr gute neue Regierungschefin, die gesagt hat, dann machen wir jetzt mal ein ganz anderes Verfahren. Wir machen das nämlich im sogenannten Crowdsourcing-Verfahren. Und das heißt, die haben sich aus dem Telefonbuch 1000 Namen rausgeholt und haben gesagt, ihr 1000 macht jetzt mal den Vorschlag für die Gliederung einer neuen Verfassung. Und über diese Verfassung können die Bürger selbst ihre Vorschläge einbringen und diese werden dann eben sortiert. Das ist in reger Zahl geschehen. Dann hat man wieder ins Telefonbuch gegriffen, hat 1500 Namen rausgeholt und hat gesagt, ihr wertet das, was reingekommen ist, aus. Die haben also da zusammenhängende Texte draus gemacht und haben dann allerdings auch eins erkannt. Die Vorstellungen sind teilweise sehr konträr. Deshalb waren die eigentlich nicht in der Lage, einen zusammenhängenden Text zu bauen, sondern sie haben gesagt, wir müssen in einigen Fällen die Alternativen deutlich machen. Und so hatten die isländischen Bürger die Möglichkeit, für bestimmte Passagen oder gegen andere zu stimmen. Die hatten also nicht einfach Frage gestellt bekommen, wollt ihr die neue Verfassung, sondern sie konnten sie im Moment der Abstimmung noch mit beeinflussen. Nach Einschätzung von Verfassungsrechtlern ist die isländische Verfassung die modernste auf der ganzen Welt. Und es ist natürlich auch zum ersten Mal geschehen, dass so von unten wirklich eine Verfassung entstanden ist. Und ein Ergebnis, also zwei ganz herausragende Ergebnisse, sind das Internet und seine Freiheit steht unter Verfassungsschutz. Darf nicht eingeschränkt werden. Überhaupt nicht. Und der zweite Punkt ist, in Island ist das Privateigentum an natürlichen Ressourcen und Bodenschätzen verboten. Das heißt, zum ersten Mal wird die Allgemeinheit und damit auch die eigene Kinder- und Enkelgeneration zu Eigentümern und Grundrechtsträgern ernannt. Das ist eigentlich das absolut Neue. Das hat es noch nie gegeben und das ist überlebensnotwendig für die gesamte Menschheit. Also man kann auf diesem Weg vorangehen, da muss man den Unterschied sehen. Irland, Island hat 34.000 Einwohner, 350.000 Einwohner. Das ist gerade mal so groß wie Friedrichshain. Und wir haben es in der EU mit 500 Millionen Menschen zu tun. Das ist was ganz, ganz anderes. Nur die Idee, dies aufzunehmen, eine Verfassung von den vom souveränen Machen selbst machen zu lassen, ist natürlich faszinierend. Und wir sind hier eigentlich zusammengekommen vor 14 Tagen, wenn wir gesagt haben, wir können das probieren. Und dass wir sagen, wir probieren es, wird die Möglichkeit des Erfolgs, wird auch die Möglichkeit des Scheiterns, aber wenn nicht versucht, hat es sowieso schon verloren. Also haben wir gesagt, versuchen wir das jetzt mal. In den 14 Tagen hat sich viel getan, also viel mehr, als ich für möglich gehalten habe. Ich war bei der ersten Sitzung überhaupt nicht so richtig zufrieden, da gab es also so Fragen, also von wegen, was mit Volksentscheid macht, also dem Bürger kann man ja überhaupt nicht vertrauen, der ist nachher für die Todesstrafe oder für Minarettverbot oder für Kopftuchverbot oder ähnliches. Also es kamen eigentlich sehr viele Bedenken, die sehr lautstark vorgetragen worden sind und das hat mich persönlich runtergezogen. Und dann habe ich aber zwei Tage später gesehen, was hier passiert ist. Auf einmal hatten wir eine Facebook-Seite, inzwischen aber drei oder vier. Und ich hatte mich ja irgendwie so als Treiber bei der ganzen Sache gesehen. Und auf einmal merke ich, hey, das sind ganz viele Leute, die machen das, ohne dass ihnen irgendjemand was sagt, sondern die fangen einfach an und machen. Und das ist eine Kraft, die mich persönlich einfach begeistert. Das ist klasse. Einige der Leute sitzen heute hier und einige vielleicht nicht. Und die ersten Gespräche, die ich auch außerhalb dieses Kreises, wie ich hatte das zuerst in Attac eingebracht, geführt habe, die waren einfach so positiv. Wir haben auf diesen Facebook-Seiten innerhalb von dieser wenigen Tage ein paar tausend Leute, die das gelesen haben. Wir haben jede Menge positive Kommentare und das macht einfach Spaß. Wir sind davon überzeugt, die sich da mal gelegentlich darüber abgestimmt haben, dass das ein Virus ist, der ansteckt und dass wir bald ähnliche Gruppen in anderen Städten haben werden und dass wir die auch in anderen Ländern haben werden. Die EU ist nicht Island. Das heißt, wir haben im Moment 27 Mitgliedsländer.
EU ist ein Teil von Europa. Wer heute Mitglied der EU werden will, und das war das Schicksal der Staaten, die früher zum Ostblock gehört haben, die mussten vorher einen Antrag stellen. Und da ist wieder was Intransparentes passiert. Den hat man nämlich den IWF offenbar gejagt, den Internationalen Währungsfonds, der mit Europa relativ wenig zu tun hat. Und der hat mit den Ländern Verhandlungen geführt. Und bei diesen Verhandlungen mussten die Länder bestimmte Politikinhalte sich zu eigen machen, wie zum Beispiel die Privatisierung des Gesundheitswesens. Ja. Und eine bestimmte Haushaltspolitik, die ihnen unmöglich macht, die eigene Wirtschaft auf Vordermann zu bringen, dass da irgendwo mal ein eigenes Wachstum entsteht, war nicht möglich. Das ist bis heute nicht möglich. Und wenn man sich das anguckt in Bulgarien und Rumänien, da haben wir teilweise die gleichen Preise wie bei uns, aber das Durchschnittseinkommen liegt bei 250-300 Euro. Auf Zwang des IWF hat Rumänien eine Krankenversicherung eingeführt, die von jedem Einzelnen mit einem Fünftel seines Einkommens zu bezahlen ist. Es ist unvorstellbar. Und die haben Kliniken dort, die sind in einem Zustand, dass die Leute ihre Bettwäsche mitbringen müssen und teilweise ihr Operationsbesteck, dass die Ärzte bestochen werden müssen. Und es tut sich nicht. Es gibt keine Hilfe durch Europa, aber es war ein hoher Preis zu zahlen, um in diese Gemeinschaft reinzukommen. Ich habe diesen Ausflug zu Rumänien und den anderen Ländern deshalb gemacht, um klarzumachen, inwieweit die EU auch diesen Kontinent spaltet. Die Länder, die in die EU neu rein wollen, müssen Bedingungen akzeptieren, die die Länder in Armut zwingen. Und es anzunehmen, dass das, nee, man kann mit Gewissheit sagen, das, was jetzt mit den Griechen und den Spaniern und den Portugiesen passiert, ist vorher mit den Rumänen und den Bulgaren geschehen. Und es ist abzusehen, dass diese Sparpolitik auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, allen, die dabei sind, in Zukunft wirken wird. Und wir werden nie wieder wirtschaftlich auf die Füße kommen. Wir werden nie mehr den Wohlstand haben, den wir zum Beispiel in der Zeit des Ost-West-Konfliktes gehabt haben, als es noch zwei rivalisierende Mächte gibt. Das haben wir unterschreiben lassen. So, es geht im Moment darum, Europa vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und trotzdem geht es um wesentlich, wesentlich mehr. Wir reden zum Beispiel, entschuldigt einen weiteren Ausflug, aber ich glaube, er ist notwendig. Wir reden von Energiewende. Wir reden von Energiewende, weil wir wissen, dass Atomkraft gefährlich ist. Wir reden von Energiewende, weil wir wissen, dass wir nicht mehr CO2 in die Luft jagen dürfen. Wir reden von Energiewende, weil die natürlichen Ressourcen knapp sind. Und sehen zum Beispiel, dass bei diesem neuen, noch nicht fertigen Berliner Flughafen heute schon gesagt wird, er ist zu klein. Das heißt, man geht also ganz klar davon aus, dass der Flugverkehr rasant zunehmen wird. Und mir sollte bitte keiner was von Energiepolitik erzählen oder von Energie sparen, wenn diese Politik verfolgt wird. Das heißt, wir haben in Europa, aber auch der ganzen Welt nirgendwo eine kohärente Politik, wo etwas zusammenpasst. Wie können wir zum Beispiel mit einer Wirtschaft leben, von der die Politik sagt, die muss Ressourcen schonen, nachhaltig wirtschaften, wenn Produkte so ausgelegt werden, dass sie garantiert nach 4 Jahren kaputt gehen? Mir hat heute Morgen ein Geschäftsmann erzählt, dass er ständig von O2 bombardiert wird, wir haben ein neues Handy für Sie. Und er dann sagt, ich brauche kein neues Handy, mein Smartphone tut es eigentlich noch ganz gut. Und die rufen 6-mal hintereinander an. Die wollen ihm praktisch klar machen, dieses alte Ding ist wegzuschmeißen. Warum geht die Waschmaschine nach 3 Jahren kaputt? Das sind alles wertvolle Rohstoffe. Also wir müssen ganz klar zu einer Politik kommen, das ist glaube ich die größte aller Welten, wo man sagt, wir müssen Produkte herstellen, die halten und die auch reparierbar sind. Also vielleicht kommt euch dieser Ausflug jetzt hier kindisch vor. Ich halte ihn für ganz, 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 ganz wichtig, denn die EU ist ein Promoter dieser Wegwerfgesellschaft. Aber zur EU zurück. Was wir vorhaben, ist gigantisch. Wir können keinen richtigen Konvent machen, aber wir wollen es Konvent nennen. Wir wollen, dass in allen
27 Mitgliedsländern und die Spaltung des Kontinents aufzuheben, möglichst auch in Russland, in der Ukraine, in weiß der Himmel, wo und was Russland, die Leute die Möglichkeit haben, auf einer gemeinsamen Internetplattform, auf dem jeweiligen Nationalitäts- oder Sprachenportal, eine Diskussion zu führen, wie sie sich Europa vorstellen, um daraus nachher ein gesamtes Meinungsbild zu bilden. Das Wichtige ist dabei, in gewisser Weise propagandistischer Natur, Öffentlichkeitsarbeit. Wenn die EU-Gewaltigen den Startschuss zu ihrem Konvent geben, müssen wir schon da sein, sodass die, und zwar so laut und vernehmlich, dass die Medien nicht übersehen können, dass die Menschen, die Bürger dieses Kontinents ein ganz anderes Europa wollen, als das, was die Technokraten im Kopf haben. Das ist unsere einzige Chance, etwas aufzuhalten. Und von daher kann man sagen, wir versuchen so etwas wie einen europäischen Frühling in Gang zu setzen. Das heißt aber, wir müssen Leute in allen Ländern mobilisieren. Und diese Idee, deshalb sage ich, das ist irgendwo historisch, was wir heute machen, haben wir hier angefangen zu denken. Und wir wollen, dass in allen Ländern darüber mitgedacht wird. In allen Städten Deutschlands und anschließend in ganz Europa. Das wollen wir erreichen bis Juni diesen Jahres. Das sind 5 Monate. Viel Arbeit. Viel Arbeit, aber es wird sich auf ganz, ganz viele Köpfe und Mittäter verteilen. Und das geht natürlich nur, wenn man einigermaßen überzeugt davon ist, wenn die Kraft des Glaubens hat, dass dies möglich ist. Wenn wir scheitern, scheitern wir, aber dann können wir uns zumindest sagen, wir haben es versucht. Und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich überspringe jetzt ein paar Punkte, die ich noch sagen könnte, und kümmere mich auf die Aufgabe, die eigentlich vor uns liegt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit rationalen Argumenten nicht in Kraft haben werden, nicht ausreichend Kraft haben, weil die Leute abschalten, weil sie sagen, ich soll von dem Blödsinn gar nichts hören, lass mich in Ruhe, ich habe mein Handy, kann die jungen Leute werden das sagen, die teilweise in einer ganz, ganz anderen Welt leben, und auch in einer Lebensphase der Zufriedenheit sind. Das hat wirklich was mit Lebensphase zu tun. Ob der jetzt ein alter Mann, wie ich mit 62 das erzählt, oder ein 25-Jähriger. Und ich habe mich inzwischen mit vielen Leuten unterhalten, wie kann man das eigentlich erreichen. Und was ich dabei am meisten gehört habe, ist das Wort Kultur. Das Wort Kultur ist es. Einer der Punkte, wie wir es aufbrechen können, ist Freude, Lebensfreude, Spaß vermitteln. Klappt an bei diesem Thema und trotzdem ist es so gemeint. Ja. Und von daher machen wir in circa 2 bis 3 Wochen eine Veranstaltung mit Künstlern. Also ganz gezielt, bitte, es fühle sich keiner ausgeschlossen, aber gezielt für sogenannte Kulturschaffende, wie man früher der DDR gesagt hat. Also für Leute, die aus dem Bereich Musik, Schauspiel, Tanz, Kabarett, weiß der Himmel was kommen, um mit denen gemeinsam zu überlegen, was können wir an Aktionen stiften, die Leute aufmerksam werden lassen. Ich habe heute mit einem Techno-Club-Besitzer gesprochen über dieses Projekt. Er fand das Projekt sehr gut und sagte, was kann man hier tun? Er sagte, das ist eine absolut hedonistische, lebensfreudige, nur auf sich konzentrierte, ich will nicht sagen Generation, aber Masse, die zu erreichen ist schwer. Wir sind darauf gekommen, wir müssen es mit Identifizierung schaffen. Damit, dass wir die Fans, die Idole dieser Gesellschaft zu uns holen und sagen, sie sollen sich für uns bekennen. Also wir brauchen tatsächlich eine erste Verzeichnerliste. Wir müssen aus dem Bereich Politik, also von der aufgeklärten Politik, wir müssen aus dem Bereich der Kultur, die müssen aus dem Bereich der Wissenschaft kommen und ähnliches. Aber ganz wichtig ist es zum Beispiel, den Campino von den Toten Hosen zu kriegen, mit mal irgendjemand so auszugreifen. Und wenn er Nein sagt, nehmen wir einen anderen. Ist okay, aber oder die bekloppten Scorpions, die mit ihrem Wind of Change wahrscheinlich keine Revolution ausgelöst haben, sondern sich draufgesetzt haben, aber trotzdem, die sind natürlich Symbole und dieses Lied ist ja natürlich auch fantastisch. Und sowas ähnliches wie Yes We Can oder Wind of Change ist einfach notwendig. Ne? Und vor diesem Hintergrund wird also das Thema Kultur eine große Rolle spielen.
wir haben uns zu Hause jetzt mal so einige Flashmobs angeguckt. Es gibt zum Beispiel einen tollen, der war im Arbeitsamt von Madrid. Man sieht, das ist ein typisches Arbeitsamt, Wartezimmer. Und auf einmal steht eine Frau auf und spielt auf der Flöte. Das Lied war Here Comes the Sun. Nur sie war nachher im Kreis von 14 Musikern oder sowas so roundabout. Und es war eine Sängerin dabei, die dieses Lied vortrug. Passierte eins. Die Leute waren auf einmal aufmerksam. Und es gab ein Gefühl der Solidarität und nicht mehr des Alleine auf den nächsten Sachbearbeiter wartens. Das war eigentlich so das Tolle dabei. Wir hatten kein Plakat dabei. Aber ich sage jetzt mal so eine Vorstellung, die ich habe, und es gibt sicherlich bessere dazu, ist, dass die Berliner Symphoniker den Flashmob vor dem Brandenburger Tor machen. Den ich in Madrid gesehen habe auf YouTube, der begann damit, dass ein Cellist auf dem Stuhl saß, in Prag gekleidet, hatte einen Zylinder auf dem Boden, da kommt ein Mädchen vorbei und wirft ein Geldstück rein. In dem Moment hat er angefangen zu spielen. Und nach kurzer Zeit hatte er auf einmal einen Geiger neben sich und so wurden es immer mehr Musiker, bis das ganze Orchester da war, aber alle nicht in Prag gekleidet, sondern in Normalklamotten. So wie du jetzt gerade rumläufst, so kamen die Behinderten ihre Instrumente dabei. Und schließlich war der Chor dabei und die sangen die Ode an die Freude von Beethoven, was ja mal auserkoren war, eigentlich die EU-Mühe zu werden. Und was ich mir vorstelle ist, dass dort keine einzige politische Parole zu sehen ist, keine Fahnen, gar nichts, aber eins. We are Europe. Oder einen gleichwertigen Slogan, der noch untersetzt ist, vielleicht mit der Internetadresse. Das brauchen wir. Oder Tänzer, die plötzlich auf dem Pariser Platz oder auf dem Potsdamer Platz oder am Alex oder was der Himmel wo, solche Aufführungen machen und sich dadurch zu erkennen geben, dass sie sich für etwas einsetzen. Eine weitere Idee ist in dem Zusammenhang, zu Benefizkonzerten machen. Also, dass wir Bands dafür gewinnen, dass sie umsonst spielen. Können von mir aus auch Klassikorchester sein, das ist vollkommen egal, es muss breit gestreut sein. Und dass die Einnahmen dann zur Finanzierung dieses Vorhabens gehen. Ja, das ist so ungefähr der Ausblick dafür. Also, wir starten möchten wir, wenn es klappt, auf dem sogenannten Alter Summit in Athen, das ist im Juni diesen Jahres. Europäische Weltsozialforum, wo die Bürgerrechts-, zivilgesellschaftlichen Initiativen sich im Juni eben treffen werden. Und bis dahin müssen wir das Netzwerk stehen haben, ist für die, die hardcore mitarbeiten bei diesem Projekt, sicherlich viel Arbeit. Und ich hoffe, dass die Idee einfach so gut und überzeugend ist, dass wir nicht viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, sondern dass die Menschen merken, das ist der Weg. Und ich glaube, in Spanien und in Griechenland muss man das schnell kapieren. Wenn nicht, wie in Griechenland, die Gefahr ist, die Rechtsradikalen zuschlagen und die Betreuung der Bevölkerung übernehmen. Europa ist im Moment das, steht im Fokus, wenn wir die Welt für unsere Enkel erhalten wollen. Und dafür brauchen wir eine Wende der Politik und da kommen wir an Europa überhaupt nicht vorbei. Das geht nur mit einem klaren Bekenntnis dafür, dass wir aus diesem Kontinent etwas Schönes machen. Das geht nur mit unseren Ideen, ich mache eine Wette, eine Klasse von 16-Jährigen mit einem guten Politikunterricht schreibt innerhalb von 3 Tagen eine bessere europäische Verfassung als die Regierung, das machen wir. Deshalb lohnt sich das Ganze. Ich habe lange genug geredet. Ne? Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Dann Also weil das dann plötzlich, also das muss man ja auch...
gehören hier dazu. Ich glaube, deswegen ist das. Ich glaube, deswegen ist es ja auch auf länderspezifischen Plattformen, dass jedes Land für sich das in ihrem Kontext bereden können und jetzt nicht irgendwie wir uns das alles für die anderen Länder ausdenken, sondern dass es jeweilige, sagen wir mal, nationale Plattformen gibt, die auf die kulturellen Bedingungen da Rücksicht nehmen. Naja, aber mir gibt es eben die Angst, dass es dann in dieses falsche reinkommt, in den falschen Kanal. Also das ist jetzt eine Angst. Das ist nicht zwangsläufig. Ich habe diese Diskussion bei Attac leicht gehabt. Unter dem Motto, wir wollen dieses Europa nicht, da habe ich gesagt, wir wollen ja auch ein ganz anderes Europa. Wenn wir es nicht schaffen, das rüberzubringen, brauchen wir gar nicht anzufangen. Also, okay, absolut verstanden, aber klar rauskommen. Das muss klar rauskommen. Was die andere Frage angeht, Koalition des Widerstands, passt nahtlos, meines Erachtens absolut nahtlos. Vor allem die neueste Initiative, Heiner, berichtige mich, ist das die Koalition des Widerstandes, also das der Widerstand gegen die Sparpolitik, ausgelöst von Nikis Theorakis, dem großen griechischen Sänger, Tony Benn, dem britischen Arbeiterführer, die gesagt haben, wir müssen eine durch alle Länder gehende Koalition des Widerstandes organisieren. Und seit neuestem gibt es sogar eine Verbindung zu einem Außenposten in den USA. Also die Amerikaner haben das Ding selbst auch angepackt, haben es noch akzentuiert dabei. Aber das kann Heiner, glaube ich, besser erklären als ich. Und die haben als eine der letzten Aktionen eine Volksversammlung zum Thema Haushalt, oder? Heiner, sag mal bitte. Das ist am Montag im Guardian dekorativ von Osnabrück und das heißt auch von jetzt einigen Parlamentsabgeordneten und auch Politikern, die für den April oder Mai eine alternative Volksversammlung, eine Versammlung des Volkes, weil sie anberaumt haben in London, um der Regierungspolitik ihre Gegenforderungen zu operieren. Mhm. Also ich glaube schon gerade an diesem Vorschlag merkt man, wie kompatibel das Ganze ist. Und eins, was wir uns überlegt haben, ist überhaupt auch, dass die Koalition des Widerstandes, die schon sehr viele internationale Connections hat, dass wir diesen Datenverteiler, soweit das zulässig ist, Heiner, auch für die Verbreitung unserer Initiative nutzen wollen. Ich muss noch eins sagen, wir machen nächste Woche übrigens noch ein Treffen. Da braucht sich nicht jeder eingeladen zu fühlen. Ihr könnt aber natürlich kommen, ihr braucht euch nicht eingeladen zu fühlen, weil es eine Spezialveranstaltung ist für Ausländer, die in Berlin leben. Und das hat schlicht und einfach den Sinn. Wir sind zwar die Brutquelle, ja, aber wir haben ja nicht den Quellcode. Das viel mit dem Quellcode, den wäre frei. Da können andere mitdenken, die können also ihre Ideen hier einbringen, aber was noch wichtiger ist, die sollen die Ideen ihrer Länder bringen oder mich transportieren, sodass wir nicht nur über offizielle Kanäle gehen. Die können wie wir Facebook-Seiten aufmachen und können diese Idee in ihrer Sprache posten. Was wichtig ist, wir brauchen natürlich muttersprachliche Übersetzer dieser Idee. Wir glauben nicht, dass es so sein wird, dass man in jedem Land genau das nachmacht, was wir hier machen, aber es muss zueinander passen. Und übrigens noch ein gutes Zeichen, was ich vergessen habe zu sagen, in Frankreich gibt es vielleicht eine Gruppe, die, so scheint es zu sein, genau die gleiche Idee haben wie wir, die auch nach dem isländischen Verfahren eine Verfassungsdiskussion von unten lostreten und ich höre, ich habe noch keinen persönlichen Kontakt gehabt, dass die schon im März mit einer Internetplattform an den Start gehen wollen. Wir haben im Moment eine sogenannte Europäische Bürgerinitiative gestartet, wo die Europäische Kommission aufgefordert wird, einen Bürgerkonvent für die Entwicklung einer europäischen Verfassung einzuführen. Mit einer solchen Forderung muss sich das auch die Kommission beschäftigen. Wenn 1 Million Menschen aus 7 Mitgliedsländern diese Forderung unterschreiben, das ist durchaus eine Möglichkeit. Das bedeutet aber nicht so wahnsinnig viel, das ist im Prinzip nur Öffentlichkeitsarbeit, weil die Kommission natürlich auch sagen kann, was wollen wir mit dem Quatsch. Also sie sind nicht gezwungen, sich da
ernsthaft mit zu beschäftigen, sondern sie müssen sich damit beschäftigen. Also ich bin mit der Wasserprivatisierung. Ja. Gut, das Grundeinkommen. Wann soll das wirklich stattfinden? Das soll nächste Woche Mittwoch am 13. passieren. Wo, hier oder? Hier. Und dann circa, aber das haben wir noch nicht terminiert, eine Woche später mit Künstlern. Da geht es also eben um solche Flashmob-Ideen oder wie können Künstler sich da einbringen und welche überraschenden Aktionen sollen wir denn noch starten? Hallo, hey, hallo. 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 Ist eigentlich auch nicht weiter verwunderlich, dass in anderen Ländern diese Initiative von sich auf den Stellen, das ist glaube ich so eine energetische Sache und eine Frage der Notwendigkeit. Wir sind ja hier quasi nicht auf einem Biotop ganz alleine, sondern andere Menschen denken auch mit. Aber was ich eigentlich sagen wollte zum Thema, weil er gefragt hatte, wegen der den Unterschied ausmachen. Also weil die Gefahr ist tatsächlich da, dass wenn man über Europa spricht, dass dieser, das sehr schnell ausgelegt wird, als wäre eine politische Angelegenheit und es würde aus der Richtung der Regierungen kommen und so weiter. Und ich glaube, wir können uns da relativ gut von abheben, wenn wir bei der Präsentation der ganzen Sache nach außen eben sehr wenig technokratisch als auch viel mehr emotional wirken. Also wobei da wieder die Gefahr hoch ist, dass man da so ein nach rechts oder links vermutet. Aber eben durch Fragestellungen wie zum Beispiel, wie wollen wir unser Europa tatsächlich oder irgendwie so, also ein bisschen besser formuliert, ein bisschen kürzer, knapper und emotionaler, aber so, dass die Menschen diese Frage sehen, als Slogan sozusagen oder als Frageslogan und sich berührt fühlen tatsächlich. Und nicht eben irgendwie sowas wie unser Europa oder irgendwas, was von Merkel vorstellen. Also da hast du halt das große Problem, wie verkaufst du den Leuten, ich will ein Europa und ich will ein Europa. Ne? Also ein Europa ist ja das politisch gemachte Europa, was schon eigentlich feststeht. Das eine ist EU und das andere ist Europa. Ja, aber der Autonomalverbraucher, so nenne ich jetzt mal ein bisschen herablassend gemeint, aber der Autonomalverbraucher sagt einfach, Europa und EU ist für ihn ein derselbe Schrank. Ja, deswegen ist es auch ganz wichtig, eben in den Designs und so weiter sich klar abzuheben. Also bildlich sozusagen abzuheben, wenn du etwas präsentierst, dass es eben nicht die klassischen europäischen Farben beinhaltet und so weiter. Also es gibt immer diese Überschneidung. Also es wird immer Leute geben, die dann irgendwie keinen Unterschied machen und irgendwie das Gleiche verstehen. Aber umso mehr wir das schaffen, das zu differenzieren, umso weniger an Leuten passiert es vielleicht. Also ausschließen kann man sowieso nicht. Also es gibt immer keinen. Ist es nicht so, dass es eigentlich an alle Menschen gedacht ist, dass dieser Aufruf, sich Gedanken zu machen, eine Verfassung, wie eine Verfassung aussehen sollte, was verbindlich ist, was wichtig ist und klar, wir sind in Europa, wir kümmern uns erstmal um uns, aber eigentlich denke ich, das sollte im Endeffekt sich ausdehnen hier aus weltweit oder. Natürlich, da wäre es dann nicht vielleicht sogar clever, dann auch die zum Beispiel, wenn du von Ausländern sprichst, Nicht-Europäer quasi, die in Berlin sind, dass die so als Sprecher auftreten, also mit die Sache ganz klar von Anfang an. Es ist nicht die alte Europa-Masche, sondern was Neues. Oder das irgendwie mit dem Titel. Ich meine, wenn du eine Kulturveranstaltung machst für Europa und Happiness, dann denken eigentlich alle, wenn da müsste eine Webseite runterstehen oder irgendein Slogan runter, der klar macht, das ist nicht das Europa, was sie wollen, sondern es ist das neue Europa. Dann könnt ihr von besten sprechen oder so. Vielleicht, aber das irgendwie, das ist hundertprozentig klar, also entweder macht man da mit, dann ist man aber. Diplomaten als Koryphäen der Bewegung voranstellen. Dann hättest du die Sache klar, dann machen die Rechten auf jeden Fall nicht. Neu-Europa. Ich habe schon mal gedacht, man könnte uns einen europäischen Frühling ausrufen. Ja, das ist ein Wortspiel, sagen wir ein Wortspiel, was halt nicht in Europa für mich geht. Ja, also ist ein Wortspiel, was halt nicht in allen Ländern passt. Ne? Also von der Sprache her nicht. Deshalb Europe. Ja, Europe ist aber vielleicht zum Beispiel für den Rumänen, das ist ein Problem. Sind aber auch die Nerven drin und das soll ja auch in Europa sein, was gut ist für die Nerven. Ja, jetzt auch schon. Also wir müssen ja auch regional denken. Fest steht eins, also die Facebook-Seite ist im Moment noch im Stil dieser europäischen EU. Finde ich auch nicht so gut, wobei andererseits man catcht ja eben auch Leute, die sich für das Thema interessieren und führt die ja nach und nach erst dahin, dass dann wirklich ja nicht das ist. Muss man sich überlegen, wie man da strategisch vorgehen will. Aber wir brauchen neues Design und meine Idee war zu sagen, okay, wir könnten noch, um erste Leute zu interessieren,
Also der Obama hat jetzt gerade angekündigt, dass er sich um die Rechte der Einwanderer kümmern will. Da guckt man unheimlich interessiert hin. Wir haben das gleiche Problem bei uns. Wir haben ja auch praktisch schon eine Mauer um uns gezogen. Wenn man sich anguckt, wie viele Menschen im Mittelmeer ertrinken und abgeschoben werden, nur weil sie in dieses gelobte Europa wollen, was sie glauben, dass es ein gelobtes Land ist. Obama hat doch den Ding zum Weltbank gegangen. Ja, auch. Europa auch. Stimmt, Europa auch. Aber wenn wir in Deutschland denken, wir auch auf 160 Länder Waffen. Für Russland sind die nächsten. Ich denke auch, wir brauchen begleitend zu dem, was wir an Plattformen aufbauen für diesen Bürgerkonvent selbst, brauchen wir auch eine Diskussionsplattform oder lass mich mal so sagen, eine Plattform mit begleitenden Leitartikeln. Also wo wirklich meinungsbildende Artikel drauf sind, wo bestimmte Problematiken dargestellt, aufgezeigt werden und wo auch praktisch so als Material für die eigene Meinungsbildung. Muss klar separiert sein von dieser Konventseite. Und natürlich braucht man noch eine dritte Seite, nämlich da, wo einfach außer den Vorschlägen, das ist die Hauptseite, die Vorschläge eingebracht werden, eine zweite Seite, wo miteinander geschätzt wird und alles mögliche. Ne? Das ist auch so ein weltweiter Stand. Von Leuten, die auf der Basis von dem alles teilen und in Einklang mit der Natur, soweit es geht, zu leben, seit 40 Jahren erwachsen ist. Oder 45, und die haben immer so von den Indianern diese Redekreise. Solche Sachen funktioniert immer ganz gut, wenn man den Feuer hat. Das ist so eigentlich was Archaisches. Damit die Menschen auch aus wirklich das ausholen, was wichtig ist, bis zum Moment, wenn man sich so einrichtet, ums Feuer einen Kreis macht und dann lässt es umlaufen. Weil du gesagt hast, es gibt Spaß. Ich hatte schon mal so eine Idee, weil ich so ein Netzwerk, ein Tausch- und Teilnetzwerk aufbauen will, dass man da, um das zu promoten, so Partys macht. Umweltverträgliche, aber wirklich gut, mit Spaß, mit Kinderbetreut werden und wo ein Relaxraum gibt und sowas, wo es gutes Essen gibt und gutes und alles irgendwie auch zum reellen Preis und immer auch eine Rede-Ecke. Das ist quasi zu so einem Standard. Aus verschiedenen Modulen zusammengesetzt, so sieht die Party aus. Und die kommt dann immer dahin. Und die muss so toll sein, dass alle ganz wild sind, dahin kommen zu wollen. Und dann werden solche Redekreise durchgehalten, dass man dann immer auch sagt, heute haben wir dieses Thema. Aber nebenan ist auch die Tanzfläche, wo man zwischendrin mal tanzen kann. Und vielleicht die Küche, wo man gemeinsam kochen kann. Kapiert, ja. Ich finde sowieso, also das ist im Moment so die Homebase. Aber wir müssen auch aus dem Kaffee rauskommen. Ihr könnt mal einfach sich im Umkreis umgucken, wo kann man eigentlich nochmal eine Veranstaltung machen oder wo kann man da auch eine Veranstaltung besuchen, um dieses Thema ins Gespräch und dann die Leute zu bringen. Dem jungen Mann da fällt mal der Stift aus der Hand oder der schon Arm. Schon zweimal passiert. Ach so, schon, okay. Ja, einmal. Sprich doch nicht. Weil ich habe mich vergessen. Mal müssen aufbauen. Achso, okay, nur übertreiben. Ja, also ich bin hergekommen, um einfach nochmal zu erfahren von dem genauen Bild, also was ist das genau, was wir reden. Also es geht doch letztendlich um eine Verfassung, die von den Bürgern geschrieben werden soll. Richtig? Ja. Ich denke, da blenden sich doch jetzt erstmal diese ganzen Werbeideen oder Emotional-Dinge, treten aber jetzt erstmal in den Hintergrund, weil wir uns einfach nur auf den Kern konzentrieren sollten und auch gerade so eine Plattform, die jetzt diese Missstände aufzeichnet, davon haben wir ja schon. Also die müssen wir ja eigentlich nur da vernetzen an der Stelle. Mein Vorschlag wäre es, wenn wir jetzt erstmal dieses gemeinsame Bild, dieses Verfassungsbild,
der Bürger daran teilhaben. Und da sind viele Fragen schon zu klären. Wie sieht es aus mit den verschiedenen Meinungen, die reinkommen? Wie sieht es aus mit den verschiedenen Sprachen, die reinkommen? Was für ein Abstimmungsverfahren will man dabei verwenden? Also ich denke mal, wenn man sich erstmal darauf konzentriert, dann ist erstmal diese ganze Werbemaßnahmen oder auch die Flashmobs machen erstmal so zweitrangig. Weil ich denke, da muss man auch keine Angst haben, jetzt irgendwie missverstanden zu werden, weil es geht ganz klar einfach um eine Verfassung. Da gibt es keine Missverständnisse. Ja, also wenn... Ich kommentiere bloß mal dazu. Ich glaube, wir müssen gleichzeitig machen, wenn wir wenig Zeit haben. Ja. Und ich bin leider nicht, kein Experte für Computersachen, technische Fragen. Wenn du sowas in die Hand nehmen willst, mit anderen zusammen, klasse. Henning. Also ich würde hier auch in die Frage der Verfassung eingehen. Also mich interessiert jetzt weniger, so ein europäisches Feeling zu kriegen, national für die Europäer. Das macht mich eher etwas unmöglich. Aber unsere Verfassungsziele zu formulieren, vielleicht ausgehend von der isländischen Geschichte. Also dass wir selber hier schon mal ein paar Sachen reinbringen, die also nicht nur Menschenrechte, sondern sagen wir mal auch selbst so alte Geschichten wie das Recht auf Glück für jeden Europäer oder für jeden, der in Europa lebt. Ja. Also dass man das erweitern und nicht so, also dass man auf jeden Fall eher so eine Verfassungskonstruktion hat, die offen ist für die ganze Welt. Also, dass man da sozusagen Ziel formuliert. Henning, ich verstehe dich sehr gut, aber das geht an der Idee vollkommen vorbei. Wir müssen eine Plattform schaffen, auf der die Leute selbst ihre Vorschläge bringen. Wenn wir jetzt schon wieder sagen, wir sind so ein Zirkel, der schon mal was schreibt. Aber die Präambel dann auch? Die Präambel ist was anderes, ja. Aber da ist die Produkt, das dann auch aus solche Grundwerte. Ja. Ja. Ich finde die Strategie, die so zu fahren, dass man jetzt wirklich mal erforscht, wie sind denn diese überhaupt zu dieser Verfassung gekommen, wie sind die organisatorisch vorgegangen, wie sind die Weltwachstum halt überhaupt ausgelöst, dass sie dazu kamen, dass die Leute auf einmal das wollten, das war natürlich kritisch, damit wirklich voranzubrechen, geht überhaupt nicht. Aber es könnte morgen oder übermorgen soweit sein und vielleicht auch erst in 10 Jahren, man weiß es nicht, aber wir müssen vielleicht mehr hinterleuchten und auch den Leuten offenlegen, zeigen, wie das da funktioniert hat und wie man das adaptieren könnte, auf die jetzige, sozusagen, ich will gar nicht in diesen Maßstab denken, europäisch, sondern von mir aus jetzt von Berlin oder Deutschland angefangen, das vormachen, zu zeigen, für uns selbst auch selbst herauszufinden, von mir aus ja auch der jetzigen basierenden Verfassung, die ist ja eigentlich gut. Die müssen aber vielleicht auch nur ein paar Sachen erweitert werden, wie zum Beispiel Privateigentum an natürlichen Ressourcen. Finde ich total genial. Das darf es einfach nicht geben. Das muss in Bürgerhand liegen. Da muss man sich aber auch weiter Gedanken machen, wie kann diese Kontrolle durch die Bevölkerung überhaupt gewährleistet werden. Wie kann man was denn? Ja. Gut. Ja. Also, ist man denn ein Großteil, der natürlich Verfechter des Grundgesetzes ist und auch die muss man natürlich irgendwie mitnehmen, weil sonst haben wir nachher eine ziemliche Verlähmung. Die sagen wir, nee, wir wollen unser Grundgesetz dann nicht abschaffen, wir wollen verhalten, es sind ja sowieso ganz viele unterwegs, auch sehr viele von der rechten Seite, die diese Stimmung dann auch aufgreifen könnten und schwupp. Das ist ein interessanter Punkt. Also die europäische Verfassung hat wohl nicht vor, also auch nach EU-Auffassung, das Grundgesetz zu ersetzen. Könnte das Grundgesetz in seiner Wirkung einschränken. Das ist eine Möglichkeit dabei. Aber im Prinzip haben wir eben keine Grundgesetzdiskussion hier, sondern das, was wir führen müssen, ist eine europäische Verfasstheitsdiskussion. Steffen, habe ich gesehen. Ja, es waren mehrere Punkte. Ich wollte mal anregen, dass wir vielleicht AGs gründen, weil wir jetzt relativ schnell eben verschiedene Sachen brauchen, da wäre zum Beispiel eben die Präambel, weil wir jetzt eben auf Facebook schon so weit sind, dass wir ein Diskussionsforum haben, wo wir sowas schon diskutieren könnten. Das Problem ist eben, dass wir noch keine Präambel haben, also keinen Verhaltenskodex sozusagen, wonach sich die Leute dort verhalten sollen. Und wir haben auch noch kein richtiges Konzept dafür, wie das dort ablaufen soll. Die Idee, die wir jetzt erstmal hatten, war, dass wir 2 Foren machen. Ein Forum, wo Leute ihre Ideen reinstellen können und die diskutieren können, ganz frei.
und ein Forum, wo wir, was wir nicht frei machen, also das heißt, da können nur die Administratoren posten, also etwas reinschreiben, und da würden wir dann bestimmte Fragen stellen. Also man kann auf Facebook bestimmte Fragen stellen und die dann abstimmen lassen. Dann könnte man schon mal Meinungsbilder sozusagen erstellen. Ja, wir haben Steffen, gib alles zu bedenken. Wir wollen das Ganze im Juni, wenn wir das schaffen, starten. Deshalb glaube ich, ich habe Zweifel, ob es sinnvoll ist, jetzt die inhaltliche Diskussion tatsächlich schon zu führen. Doch, also ich halte für notwendig. Moment bitte. Denn wir müssen gleiche Ausgangssituation haben. Im Moment geht es um die Frage, wie kriegen wir einen solchen Prozess, ist so ein Prozess sinnvoll und wie kriegen wir ihn in die Gänge? Wir müssen auch einen Platz schaffen, wo man Sympathie sammeln kann. Aber das Verfahren muss ein gesamteuropäisches sein und deshalb können wir in einigen Bausteinen vordenken, das ist auch notwendig, aber wir sollten den eigentlichen Meinungsbildungsprozess eigentlich abwarten, bis das hier im Juni sind. Meine ich, es gibt vielleicht auch Gründe, die dagegen sprechen. Ja, mehrere. Also, also einmal, man muss erstmal, ich glaube, Facebook hat sowieso ein Mehrheitsprinzip, da muss man sowieso grundsätzlich drüber sprechen, wie man etwas abstimmt, damit so zu kommen. Aber ich denke halt, wie gesagt, nochmal zu dem Bild, wie kriegen wir das hin, dass die Bürger zusammen eine Verfassung schreiben. Das ist erstmal das, was wir zeichnen müssen. Und ich meine auch, ich bin gerade wieder dabei, meine Spanisch-Kontakte, ich glaube, einer gehört zwar auch viel Kontakt nach Spanien, da gibt es wohl schon Gruppen, die an einer spanischen Verfassung und auch europäischen Verfassung arbeiten. Also wir müssen da auf jeden Fall erstmal sofort, also erstmal das Ding zeichnen, was wollen wir, und sofort erstmal die Fühler ausstrecken, wo arbeiten schon Gruppen dran, weil die müssen wir genauso mitnehmen, weil das sind ja die Multiplikatoren, die wir brauchen. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch, glaube ich, sehr viel sinnvoller, das Ganze nicht von vornherein total auf die europäische Verfassung auszurichten. Lass mich mal ausreden. Also schon, dass der Hintergrund, das Endergebnis der ganzen Sache irgendwann eine Verfassung werden soll, über Europa oder vielleicht sogar weltweit, wie wir Menschen überhaupt miteinander und leben wollen. Aber ich würde es vielleicht anfangen zu strukturieren nach Ländern. Also sprich erstmal so, wie denken die Deutschen über eine europäische Verfassung, wie denken die Spanier über eine europäische Verfassung, wie soll sie in deren Sinne aussehen. Und wenn man dieses Bild zusammengetragen hat nach und nach, steigert man das quasi in die nächste Stufe zu sagen, okay, jetzt hat so jedes Land so ein bisschen seinen kulturellen Background reingebracht und so weiter und wie sie leben wollen und wie können wir das Ganze jetzt noch nach oben brechen sozusagen zu einer Kohärenz, wie wir in Europa zusammenleben wollen oder weltweit. Also vielleicht sollte man das von unten nach oben strukturieren, um dass man dann ein klares Bild für alle rausbekommt, weil eben viele beim Thema Europa oder der Normalbürger, wenn er hört Europa oder EU, vielleicht abschaltet, aber wenn er hört, wie möchte ich denn in Deutschland leben oder was möchte ich in Deutschland für eine Verfassung oder verfassungsmäßig mich besser organisieren als Mensch, wie wir zusammenleben, dann ist er vielleicht eher angesprochen. Also das ist halt schwierig in der Frage. Darf ich auch mal was sagen? Ich habe das Wort Europa auch immer gehört und soziales Europa und so weiter. Da denkt man zum Teil so auch wieder gewesen. Und ich meine, hier bei diesem Arbeitskreis soziales Europa. Und also da denkt man also wirklich zum Halse raus, ich kann das nicht mehr hören. Und es ist aber notwendig, also dass wir eine Verschärfung schaffen, die einheitlich ist, also für ganz Europa. Nicht unterschiedlich ist für jedes einzelne Land, sondern inhaltlich muss es gleich sein. Was halt wie gesagt im Moment in verschiedenen Ländern dezentral stattfindet, ist der Prozess, dass immer mehr Personen das richtige Feedback entdeckt. Das ist sowohl in Spanien passiert, als auch in Griechenland. In Deutschland wurde es immer wieder praktiziert, ne? Kennen wir ja alle noch. Und das wird sich auch auf den Prozess der Verfassungsentstehung mit auswirken. Also es ist jetzt, wie gesagt, nicht fertig zu sagen, okay, wir stecken das so und so und so und so ab, wenn auf der anderen Seite in vielen anderen Ländern gesagt wird, okay, wir hätten das gerne formative Feedback. Weil da wird sich das Ganze dann nochmal anders gestalten. Da wird quasi das Grundszenario abgesteckt und man arbeitet von der Außenwelt hin zum Bürger hin. Das wird dann eher so rumlaufen. Also die klassische Verfassung, so wie man es kennt, dass vorab geschrieben wird, wir das Volk wollen, bla 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 bla, wäre ja quasi wieder repräsentativ. Das lässt sich durch die Prozesse des Feedbacks nur schwer umsetzen. Können wir dazu, Steffen hat das eben schon angeregt,
mal eine Arbeitsgruppe bilden, die sich über die zukünftige Architektur einer solchen Seite Gedanken machen kann. Denn das hat ja offensichtlich auch inhaltliche Auswirkungen. Genau, und noch kurz eben zu den Arbeitsgruppen, das ist ja viel mehr, was wir noch brauchen. Das ist Medienarbeit, das sind Flyer, Aufkleber und sowas, was wir brauchen, um das zu verbreiten. Die Vernetzungen, es muss Leute geben, die gezielt die Vernetzungen vorantreiben in Europa. Und, ja, dann eben das Logo, brauchen wir noch die Präambel, einen Aufruf, einen richtigen, der das nochmal zusammenfasst und den man über die Presse auch Pressemitteilungen austauschen kann. Und so. Da haben wir noch einiges vor uns und eben gleich jetzt die Frage, wie gehen wir da vor? Reicht das, wenn wir uns zweimal im Monat treffen oder brauchen wir wirklich Arbeitsgruppen, die sich daran setzen? Und, ich würde ganz gerne mal fragen, wer bereit ist, in so einer Architekturgruppe mitzuarbeiten. Und so ähnlich wie bei Günther ja auch bei der Publikumsfrage, sollen sich bitte bloß mal Leute melden, die wirklich sowas können. Wer hat Lust, sowas zu machen? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, was heißt. Oder war die Frage jetzt unpassend? Ich stelle mir gerade eine ganz andere Frage. Sie haben grundsätzlich immer das gleiche Problem, dass wir von A nach C gehen und B komplett auslassen. Ja? Wir sind ja schon beim Schritt der Vermarktung. Ja? Nee. Ich höre hier gerade Logo, wir müssen unbedingt vernetzen, also brauchen wir uns nicht ohne eine vernünftige Grundidee, brauchen wir uns nicht unglaubwürdig machen, sondern ich würde mich gerne glaubwürdig machen. Ja, ich glaube, also es fällt auch mit der Präambel. Ich glaube, es muss mit dem Grundsatzpunkt her. Und wenn das gerade hier anfängt, gerade hier ist es dann wichtig, dass hier die Werte stehen. Und dann kann man ein neutrales Instrument zur Verfügung stellen, aber das kommt eben aus einer Position. Also wie ist die Position? Das ist eben die Frage. Das wollen wir vielleicht auch. Ja, ich glaube, es geht erstmal doch darum, dieses Tool, dieses Werkzeug, diese Plattform zur Verfügung zu stellen. Und das finde ich so mit am wichtigsten. Das ist ja nur ein Werkzeug, das sollen die Leute ja benutzen und daran arbeiten. Das heißt, im Prinzip, also ich habe was dagegen, jetzt zu sagen, ja, in das Grundgesetz muss auf jeden Fall das drin oder so. Ja, ich möchte eher gucken, wie schaffe ich es, dass die Leute daran teilhaben können, auch die Leute, die jetzt nicht internetaffin sind. Also wie schaffe ich das jetzt im Prinzip auch noch auf die Straße zu bringen? Genau. Ja? Sonst habe ich nur eine Internetgemeinde und ich meine, die ist ja nun mal ein bisschen dünn im Grunde genommen. Und um diese Umsetzung, also wie schafft man eine Plattform, wie bringt man diese Plattform im Prinzip vom Internet dann auch auf die Straße und hin und her, das sind eher Sachen, wo ich, ja, da sage ich dann auch wie Steffen, vielleicht Arbeitsgruppen bilden, dass sich ein Teil dann eben um so eine Präambel kümmert, eine andere Arbeitsgruppe kümmert sich um die Tools, guckt, was gibt's da, wie können wir da arbeiten, Liquid Feedback Pads, hast du nicht gesehen, halt eben die Nerds, die da Ahnung von haben. Und wie wäre es denn, wie der Professor, wenn wir erstmal bei einem richtigen Arbeitstermin auflisten würden, welche Aufgaben es überhaupt gibt, das mal aufschreiben und dann versuchen, das gemeinschaftlich in einer Reihenfolge, in einer Rangordnung möglicherweise auch in eine Parallelität zu bringen, denn wir haben relativ wenig Zeit. Und natürlich reden wir teilweise aneinander vorbei und jeder hat andere Schwerpunkte. Wahrscheinlich sind die Schwerpunkte des einen genauso berechtigt wie des anderen. Aber es wäre vielleicht ganz günstig, wenn wir uns dazu erstmal die Meinung darüber rein. Rein und so. Einschüchterung ist noch vom Wasser. Was? Ja, an. Das ist ja. Ja. Das Problem ist, dass wir nicht. Erstmal möchte ich einigen, dass alles wunderbare Argumente und alles
ganz wichtig. Und natürlich, da ist der eine von der Restriktion und der andere von der Restriktion. So verteilen sich automatisch die Interessen und Arbeiten sowieso nach dem, was ihnen wichtig ist. Ich glaube, was heute wichtig wäre, dass sich diejenigen, die wirklich vermissen, ich möchte da eine Arbeitsgruppe und da mitmachen, dass die sich vielleicht hinstellen und sagen, ich mache diese Arbeitsgruppe, wer mitmachen möchte, meldet sich bei mir. Und es ist alles wichtig, wirklich. Man muss auch über alles reden, egal ob das jetzt A und C ist und das B erstmal vergessen wird. Der Nächste, der es auf dem Tisch bringt. Nee, wir müssen ja so, wir machen ja noch jetzt noch keine Pflanzen, wir sind ja am Sammeln. Und ich warne davor, bei irgendjemand, wenn einer was sagt, zu sagen, nee. Weil das ist für den ganz wichtig und es sollte immer heißen, ja, danke, und mir ist jetzt was anderes wichtig. Aber nicht jemand jetzt schon in so einer frühen Phase schon mit seinen Gedanken abzublocken, wenn der dreimal nee hört, dann sagt er nichts mehr. Und eigentlich geht es ja wirklich darum, auch so eine Gesprächskultur zu entwickeln, wo man miteinander achtsam umgeht und jedem seine Meinung erstmal lässt und nicht versucht, da gleich rumzudiskutieren, sondern sagen, okay, das ist deine Meinung, wunderschön, ich stelle jetzt meine daneben. Und dann, wenn man genügend Meinungen nebeneinander gestellt hat, dann sieht man automatisch, was uns wichtig ist. Das ist von allem was, und das auszuprägen, das ist quasi die nächsten paar Wochen. Aber erstmal danke, ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, ich heiße Knut. Ja, es gibt natürlich das Wohlbefinden des Einzelnen, aber genauso gibt es natürlich auch das kollektive Wohlbefinden. Also, dass wir da jetzt nicht von, also das war ja nicht der Vorschlag direkt. Ich rede aber aus der Summe der Einzelwohlbefinden. Ja, ja klar, aber er hat ja nicht jetzt einen Vorschlag direkt, sondern meinte halt, die Vorschläge, die waren ja gut oder waren ja gar nicht bewertet, sondern was ich nur sagen wollte, also die drei Arbeitsgruppen zu gründen, halte ich auch für, also die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, wäre Präambel, diese Erforschung des Island-Prozesses und die Architektur dieser Plattform. Also ich denke, die sollte man schon schnell gründen. Wir fallen noch ein paar dazu ein. Und ich wiederhole also, wir sollten mit den Leuten, die einfach sagen, ich möchte in einer Arbeitsgruppe, die mir wichtig ist, mitarbeiten, erstmal zusammenholen, damit wir auf dem Flipchart aufschreiben, welche Aufgaben insgesamt anstehen. Denn jede Arbeitsgruppe muss von denen wissen, was die andere Arbeitsgruppe macht. Und dann können wir zusammenwirken. Ja, ich wollte also gerade eine Erfahrung gemacht, also ich will ja diese kleinen Stapelbruder haben, sondern konkrete Sachen, eine einheitliche Krankenkasse, wo jeder einzahlt, eine einheitliche Rentenkasse, wo jeder einzahlt. Das ist also das, was mir also vorschwebt. Ich erzähle also den Leuten nicht vom sozialen Europa und schwafel darüber anderthalb Stunden und lasse keinen zum Wort kommen, sondern ich möchte also konkrete Sachen, die also festgelegt werden. Und man könnte also auch die Rolle der Gewerkschaften und alles das also reinkommt in die Verfassung. Dann wärst du doch einer für eine inhaltliche Arbeitsgruppe, der sich um die Inhalte kümmert. Ja. So. Ja? Ja, also ich meine, das, was ich nämlich eben da mitgemacht habe, also das war also nur Schwafelei, also eine anderthalb Stunde, also unerträglich so weit. Wolltest du damit sagen, wir werden besser? Also, ja, doch, es ist besser. Also, ich meine, die Frage ist natürlich auch die Rolle der Banken und sowas muss da eigentlich auch in der Verfassung festgeschrieben werden. Ja, wenn die Plattform dann da ist. Ja. Aber wenn auch eine Diskussion werden. Ja. Also, die muss man halt, glaube ich, vorgreifen mit der Präambel. Deswegen, Präambel finde ich hochwichtig, aber wenn wir dafür eine Arbeitsgruppe gründen, finde ich es trotzdem wichtig, dass diese Arbeitsgruppe eben nicht in sich geschlossen bleibt, sondern eine gewisse Transparenz ausmacht. Das heißt, wenn die Präambel erarbeitet wird, muss sie jederzeit in ihrem Prozess, in ihrem Entstehungsprozess irgendwo sichtbar sein, zum Beispiel in der Pad oder irgendwas, sodass die anderen, die vielleicht nicht direkt beteiligt sind in der Präambel-Arbeitsgruppe, immer mal wieder reingucken können und sagen können, ja Moment, habt ihr nicht noch etwas vergessen und bla, weil bei solchen Dingen muss man eben darauf achten, dass ein großer Bereich sozusagen dem zustimmt, weil sonst kommt irgendwann wieder jemand und sagt, da habe ich gar nicht drüber abgestimmt und für mich gilt diese Krankheit nicht und bla bla. Also,
Da sind wir noch bei der Frage, wollte ich auch noch sagen, wir müssen eben auch darüber reden, welche Form und welche Mittel der Abstimmung wir finden. Das ist ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Jana kommt da gleich mit ihrem Lieblingsthema bestimmt, den konsensieren oder den systemisch konsensieren. Da gibt es aber eben noch andere Möglichkeiten, aber die müssen wir halt noch mal vorführen und ausführen und vielleicht auch mal einen Workshop machen, zum Beispiel über die einzelnen Sachen. Das kann Jana zum Beispiel mal über systemische Konsensieren machen oder einen Workshop über andere Abstimmungsverfahren und so weiter. Ein Workshop über Gesprächskultur, Workshops über. Also ganz wichtig fände ich zum Beispiel jetzt am Anfang irgendwie eine Veranstaltung zu organisieren, wo wir 3-4 Isländer hier haben, die daran beteiligt waren und die eine ganz klare Veranstaltung machen. Das ist toll, ja. Wie haben die das gemacht? Also dass da wirklich ein Input von da kommt und dass wir da mal so, ich weiß, das ist nicht Europa und so weiter, das werden wir in der Zeit hinbekommen, aber so die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, kann schon mal ein Ansatz sein, wie wir uns strukturell aufbauen können. Und deswegen finde ich, das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir vielleicht in nächster Zeit machen können, eine Veranstaltung organisieren. Ich weiß auch, dass es da Kontakte gibt zu ein paar Leuten, wo man mal nachhaken könnte. Ja, nachhaken. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen über meine Befindlichkeit reden. Also Susanne und ich haben die Idee so gesprächsmäßig entwickelt. Und dann haben wir sie in den ersten Kreis reingetragen, das war bei Attacken. Kam dann ganz gut an. Dann sind wir hier gewesen und jetzt haben wir eigentlich den Mut, die Sache weiterzumachen. Also ich persönlich fühle mich bei vielen Sachen, die ich mache, total überfordert. Also was ich machen kann, ist im Prinzip zum Input geben, wie heute. Ich kann mich auch um Weiterentwicklung ein bisschen bemühen, aber ich weiß ganz genau, es kommt spätestens in 14 Tagen der Punkt, wo ich zusammenbreche und sage, ich will nicht mehr, weil ich einfach Angst vor der Menge der Arbeit habe. Mhm. Also ich sage jetzt mal ganz bewusst mein persönliches Empfinden, weil ich das wichtig halte, dass man sich auch persönlich einbringt und auch offenlegt, wie man sich dabei fühlt. Und ich habe das dringende Bedürfnis, in einer geordneten Struktur zu arbeiten, wo Leute sich kennen, wo sie Dinge gemeinsam entwickeln. Und ja, mehr kann ich eigentlich nicht zu sagen, aber deshalb habe ich das dringende Bedürfnis, dass wir eine Kerntruppe bilden, dass man sich zusammenfindet und auch eine gewisse Regelmäßigkeit von Arbeitstreffen hat. Also Arbeitstreffen von Leuten, die das Projekt schon kennen, die nicht mehr neu eingeführt werden müssen und die dann auch gegenseitige Ratschläge geben, die gegenseitig sich Aufträge geben und ähnliches. Das wäre also mein ausdrücklicher Wunsch, um in diesem Projekt effektiv weiterarbeiten zu können. Gibt es zum Beispiel einen Newsletter, wo man wirklich, oder wird sowas gemacht, oder könnte man sowas machen für den Newsletter? Muss erstmal Leute für haben. Ach, quasi das so ein Treffen wie heute, dass da inhaltlich ein bisschen zusammengefasst wird, was war, und das kann man dann sehen. Weil ich glaube, das ist für die, die da tatsächlich interessiert sind, ganz wichtig, dass sie schon mal vielleicht. Gibt es ja ein Bild oder irgendwie so in der Gruppe und wir haben zusammengesessen, zwei Stunden geredet über die und die Themen. Wir haben Livestream. Ja, super. Aber vielleicht wird es ja auch irgendwie nochmal zusammengefasst. Den kann man dann schon mal. Nein. Jeder, der diese Rohdatei haben will von diesem Livestream, kann nach der Veranstaltung mir einen USB-Stick geben, dann schiebe ich ihm den darauf. Also ich habe da. Aber auf die Frage zu antworten, nein, wir haben bisher niemanden, der für das machen kann. Wir müssten dann hier in die Runde gucken und müssten fragen, macht das jemand? Und deshalb eben ist es notwendig, dass wir eine Kerngruppe bilden von Leuten, die erstmal die Aufgaben sammeln. Also bevor wir ans Erfüllen denken, müssen wir erstmal die Aufgaben haben. Und dafür braucht man einen Überblick. Und da brauchen wir mehr als ein, zwei Hirne für, da brauchen wir mindestens fünf für, damit man ein komplettes Bild kommt, denn irgendwas wird man immer vergessen oder irgendjemand findet gewisse Punkte grundsätzlich nachhaltig. Dafür braucht man einen zweiten, dritten Menschen, der sagt, hallo, auch das ist wichtig. Aber die Frage ist auch, ob man das sagt, dann versteht ja alles. Ich meine, da kann ja jeder jetzt auch mithören. Ne? Die Leute, die Interesse an dem Projekt haben, aus anderen Interessen sagen, hören natürlich auch mit. Ne? Aber die werden sich natürlich auch jetzt Gedanken machen, das ist sehr offen, sehr beweglich. Wo fangen wir an zu bewegen?
Fakt. Ja, erstmal uns, ne? Ich habe übrigens auch schon Rückmeldungen durch den Livestream gerade von Frau Wolf, der meinte, dass nicht nur so eine Veranstaltung wie in Island zum Beispiel, also die Länder, die vielleicht schon mal Ahnung haben, dass das Laufen ins Gewicht wäre, sondern einfach Leute, die schon mal eine Verfassung geschrieben haben, versuchen einzuladen oder irgendwie zu einem Termin zu kommen, wie Stefan Essel oder wie Kieler, die dann quasi auch vielleicht nochmal Input geben können, wie sie das damals gemacht haben, wie sie organisiert und strukturiert haben und so weiter. Das war aber die Verfassung von oben und das isländische Modell ist die von unten, deswegen... Ja, aber es soll ja nicht darum, dass solche Leute dann die Verfassung schreiben, sondern dass sie vielleicht Input geben, wie man sowas aufbauen kann oder wie man sowas in Frage stellen kann und so weiter. Also ich glaube, Essel kann man prima als Unterstützer nehmen. Mir kam jetzt oben gerade die Idee. Und zwar haben wir Videoaufnahme. Ja. Wir machen Interviews von Leuten zu bestimmten Themen, die sind frei gewählt, die sind ungeschnitten. Zu denen kann man gehen und die würden im Prinzip dich, denke ich, als erstes versuchen, einfach mal interviewen, wo du deine Idee oder die Idee, die wir uns hier jetzt zusammen ausdenken, mal einfach wirklich produzierst. Und meine Idee wäre weitergehend im Prinzip als Aufforderung zu formulieren, dass es jeder machen könnte. Dass ja. sozusagen mal eine ja. Kampagne startet, sagt, ich stelle zu dir in Europa vor, aber eben klar machen, dass das eine Initiative von uns eigenen Bürgern ist und nicht eine Befragung der Regierung, um ihre Verfassung zu schreiben, sondern dass sie wirklich von uns ausgeht. Und ich würde es einfach mal versuchen und wenn du, wie gesagt, dann die Sache Zeit hast und ich würde dich mit dem einfach mal in Verbindung bringen. Jedem anderen die Möglichkeit, den Buch auch von dir und dir zu nutzen dann. Ich würde allerdings von vornherein darum bitten, dass ich das nicht alleine mache, ja. sondern dass möglichst noch zwei Leute dabei sind. Und bitte mindestens eine Frau dabei, sonst geht es überhaupt nicht. Sonst geht es überhaupt nicht. Ne? Ja, aber die machen ja immer, die machen ja tatsächlich immer so Einzelinterviews, aber lang und ungeschnitten. Und gehen wirklich auf jeden zu. Also ich könnte mir bei Videoautonal eben vorstellen, dass sie danach, und da kann ich mir vorstellen, dass sie Osterham danach wirklich auf die Straße losgehen mit ihrem Set und die einzelnen Menschen befragen und das als Video festhalten. Und diese Videos könnte man dann unglaublich gut verlinken auf diese Seite, weil es einfach eine Emotion herstellt. Also weil es einfach auch eine, also wenn man dann so ranklickt auf die Seite und dann sieht man diese Videos und diese einzelnen Meinungen der Menschen, wie sie sich fühlen und was sie gerne hätten, dann motiviert es die anderen auch zu sagen, ja stimmt, und dann, der hat recht und so fühle ich mich auch. Und wenn die dann zu den, was weiß ich, zu Siemens gehen und da plötzlich Leute befragen oder zum vor die Arbeitsämter und da plötzlich Leute befragen und so weiter, was für eine unglaublich Vielfalt dabei rauskommen wird, fände ich interessant und auch für die Seite interessant, was dabei rauskommen wird. Ja. Ich muss, ich wollte mal ergänzen, schnell, es muss natürlich nicht bei Videoautomaten bleiben, ich denke mal, Kiko mal bei die zum Beispiel oder oben hat mich gerade jemand angesprochen, der hat immer eine Kamera dabei, der ist halt offen, der hat die offen gefallen. Man könnte das immer über verschiedene Kanäle einfach machen, so viele wie möglich, so breit wie möglich streuen und gar nicht auf jeden Kanal festlegen, weil dann hat man immer das Gefühl, das liegt so in einer zentralen Hand, soll es ja nicht, ich glaube, das mal überraschen. Ja, sag doch bitte mal also, deinen Namen. Also mir kommt das vor allen Dingen an, also dass die Sprache eindeutig ist, dass sie jeder versteht, nicht irgendwie so ein Juristendeutsch oder Politikerdeutsch, sondern eine klare, deutliche und nach Möglichkeit auch kurz- und bündige Sprache, die jeder versteht. Und die muss also auch so formuliert sein, also dass keine Widersprüchlichkeiten drin entstehen, also dann kann man das wieder verschieden auslegen. Es kommt also darauf an, dass es eindeutig ist, dass man also nicht sagen, also den Punkt, den kann ich so und so auslegen, sondern das muss eindeutig sein und das muss jeder verstehen. So eine Frage, hast du mich verstanden, so wie ich gesprochen habe? Ja. Okay, bitte. Ich wollte gerade fragen, wer hat jemand jetzt eine Liste der Arbeitsgemeinschaften? Weil das wäre so vielleicht noch eine AG Medien oder so machen da. Also mein Vorschlag wäre, dass... damit diese Sachen einfach nicht verloren gehen. Also ich würde auch mitmachen bei der AG Medien oder so und gucken, ob man da irgendwie, was man da bündeln kann oder wen man da noch mit rankriegt. Mein Vorschlag wäre, möglichst bald ein Arbeitstreffen zu machen. Also von Leuten, die sagen, ich möchte in einer dieser Arbeitsgruppen mitmachen, das könnte man von mir aus auf Vorschlag Sonntag legen.
damit man da mal einfach 2 Stunden Brainstorming macht, einfach nur Aufgaben aufschreibt. Das ist wahnsinnig wichtig, das ist der Grundstock. Bevor man Antworten gibt, muss man Fragen haben. Und Fragen sind im Allgemeinen das Wichtigste überhaupt. Ich würde sagen, Susanne, wir nehmen unseren Flipchart, stellen den hier hin und können wir hier das ganz gut festhalten. Also ich dachte mir, wir machen hier so ein Viertelstunde und geht das jetzt bitte an, oder noch nicht? Ist es überhaupt nicht gut? Wir können jetzt fragen, wie sieht das zum Beispiel mit Sonntag mit dem Treffen aus? Sonntag, was denken wir, 15 Uhr? Und könnten dann also schon mal aufschreiben, wer dabei sein möchte. Ich hätte also einen Vorschlag zum Prozedere sozusagen, wenn man so ein Treffen wie heute hat. Angenommen, sowas gibt es alle 2 Wochen. Dann könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass nach einer Dreiviertelstunde gemeinsam man dann mal eine halbe Stunde in die verschiedenen AGs geht, damit man auch kurzfristig nochmal sich ganz schnell wiederfinden kann. Die AGs sollten sich vielleicht auch natürlich auch und im Netz korrespondieren können, aber eben vielleicht zwischendrin einmal treffen. Und dann immer bei so einem Allgemeintreffen, ein kleines, also eine halbe Stunde reicht vielleicht auch schon für die AGs, dass die mal kurz ein Stückchen weiterkommen und dann nochmal kurz hier Ergebnisse vorstellen oder aktuellen Stand. Ja. Dass man dann, dass es auch flüssig ist, weil dann könnte auch jederzeit einer sagen, okay, das interessiert mich, da gehe ich jetzt mal rein in die AG, wo es nur für 2-3 Wochen ist und dann. Also ich greife nochmal auf, ich habe dich jetzt so verstanden, dass du sagst, Arbeitsgruppen auch innerhalb solcher Plenumssitzungen, sondern regelmäßigen Treffen ermöglichen zur kurzen Unterbrechung. Ich würde noch was eigenes hinzufügen, es könnte den Vorteil haben, dass also das 3 Experten, die wenn zum Beispiel das Stichwort XY kommt, dazu 3 unterschiedliche Meinungen sagen, rausgehen würden und würden sich kurz untereinander verständigen. Genau. Ich sehe das sowieso in der Gedanke. Prinzip, um eben, was du gesagt hast, dass man eben nicht ewig meldet, sondern wenn man mal kurz die Themen zusammengetragen hat und dann gegen diejenigen, die in der Arbeitsgruppe sind und diejenigen, die sich für das Thema interessieren, in verschiedenen Ecken, kann man auch mal kurz eine rauchen gehen oder so und eine halbe Stunde später trifft man sich wieder und jede Arbeitsgruppe hat sozusagen einen Sprecher oder 2 und sagt kurz, ja, wir haben das und das gemacht, wir sind jetzt so weit, wir wollen als nächstes das und das angehen. Susanne, willst du uns jetzt noch umgehen lassen? Ich gehe bei ihm zu Heiner hoch und frage, ob ich Sonntagnachmittag hier rein kann. Ja. Ja, nur, also wir können ja schon mal feststellen, wer hat Interesse an der mitarbeitenden Arbeitsgruppe. Prinzipiell wäre es sowieso gut, wenn alle ihre E-Mail-Adressen nochmal aufschreiben, haben wir das letzte Mal auch gemacht, um einfach einen Verteiler zu haben. Also, oh, bitte so schreiben, dass man es auch lesen kann. Ja, danke. Also vielleicht die E-Mail-Adresse mitschreiben und vielleicht ein Interesse, was man an welcher Arbeitsgruppe oder welche Bereich man sollte man erstmal beschließen, was man für Arbeitsgruppen hat. Ja, wo man jetzt den Zettel umgehen lässt und jeder auf einen schreibt. Also ich meine, wir wissen alle, wo wir hinwollen, das Ziel ist klar. Deswegen würde ich Gedanken machen, wie kommt man da hin? Kann auch jeder dahinter schreiben. Dann kopieren wir nachher. Aber wir müssen ja wissen, welche Gruppe. Ich hatte ja schon mal einen. Deswegen meint er. Ich war das erstmal strukturiert und sagt, was für eine überhaupt. Dann kann sich jeder eintragen. Ich kenne mich aus mit Werbung, aber nur mit Marketing. Da jetzt bestimmt, sollte man schon drauf differenzieren und sagen, der eine macht dieses Marketing, was länger und guckt, was kommt bei den Leuten an und wie kann den Gruppe ansetzen und der nächste setzt den um. Also, dass man das. Wir wissen ja schon alle, ob wir nicht wollen. Jetzt muss man sich einfach genau Gedanken machen, wie kann sich ein Schabot einbringen. Ich glaube, es wird, wenn am Sonntag, wenn wir hier rein können, am Sonntag dass wir am Sonntag die Gruppen. Ich hätte jetzt eben schon Vorschläge, aber wir brauchen sich dann schwer. Also,
Ich hätte zum Beispiel einen Vorschlag, eine Gruppe Medienarbeit, eine Gruppe Vernetzung, eine Gruppe Marketing, eine Gruppe Internetvernetzung, also die Administratoren, die die Internetplattform betreiben. Und einmal eine Gruppe, die einen Aufruf oder eine Präambel, das weiß ich auch. Sonntag geht nicht. Wir müssen uns einen anderen Termin suchen. Oder wir machen es bei uns auch. Das ist viel. Eigentlich nicht. Okay, wenn ihr, dann würde ich vorschlagen, machen wir es bei uns zu Hause. Das ist ein kleiner Aufweg von mir. Wenn ihr die Internet- oder E-Mail-Adresse da lasst, schicken wir euch eine genaue Wegbeschreibung. Das ist nötig. Also ihr müsst dann übrigens sehr genau lesen, sonst ist es schwierig, wenn man im Haus drin ist. Also manche auf halbem Weg. Ja, also wenn es nach mir geht, würde ich jetzt eigentlich vorschlagen, Schluss zu machen. Ich weiß nicht, wie es ist. Irgendwann ist man erschöpft. Und ich würde noch gerne darauf hinweisen, also nächste Woche ist das Treffen für Auswählen. Wer, wie in Berlin leben, dem wir das Projekt vorstellen werden, soll das viel Wiederholung geben. International gesprochen? Nee, eigentlich Deutsch, also vielleicht ein bisschen Englisch. Aber ich würde sogar ganz klar meinen, da braucht nicht jeder zu kommen, weil es eine Zielgruppenveranstaltung ist. Ja, gut. Also wir sollten auch nicht, also der Kerntyp muss schon da sein. Aber das Wichtigste wäre, dass wenn ihr deutschsprachige Ausländer kennt, die dafür zu interessieren, hierher zu bringen. Und in circa 14 Tagen das Treffen mit Künstlern, sogenannten Kulturschaffenden. Termin steht noch nicht genau fest, wo wir einfach über... Man könnte diesen europäischen Rahmen sehr noch sprengen und über Grenzen hinaus heraus interpretieren, als die Leute dann eben die sozusagen auch denen klar machen, dass wir die mit drin haben wollen, so, dass wir keine ausschließen, sondern wirklich international agieren möchten. Was hältst du denn davon, dass wir da einfach noch zwei Veranstaltungen machen? Also ich denke, für unser Projekt ist es also sehr wichtig, dass wir den Multiplikator-Effekt in die EU-Staaten haben. Und da wäre es meines Erachtens also rein technisch sehr schön, wenn man da Deutsch reden könnte. Denn diese Leute können wir dann möglicherweise auch als muttersprachliche Übersetzer gleich in Anspruch nehmen. Dein Gedanken halte ich für sehr wichtig. Oder die Sitzung komplizierter, wenn wir dann möglicherweise gegen zwei oder drei Leute das Ganze nochmal in Englisch und möglicherweise noch in Französisch führen. Ja, aber das muss man eben in Kauf nehmen, denke ich, und das wird unumgänglich sein, dass man mit dem auch multisprachlich führen muss, früher oder später. Ja, früher oder später auf jeden Fall. Im Netz sollte man sich dann auch eben Gedanken machen, wie das möglich ist, aber eben auch lokal eben gar nicht erst ausschließen, sondern gleichsam jeder kann kaufen, jeder ist eingeladen, jeder, der hier lebt, darf mitreden und kann sich einbringen. Jetzt höre ich mich doch auf, obwohl jetzt denke ich, mein Ding ist fast schon wieder offen. Insofern ist. Auf ein logisches Beispiel gibt es, so brauchen wir mal einen Namen. Wiedererkennungslehre. Ja, ich habe schon gesagt, also im Endeffekt, wenn es jetzt um Europa an jedem einzelnen Menschen geht, wenn man zum Beispiel einfach so eine Facebook-Seite hat, oder jede Stunde, dann wird man über vier aufladen. Dann machst du dafür einfach nicht. Ich habe persönlich ein ganz, ganz großes Problem. Mich erinnert das, was wir hier gerade machen, an die Anfänge der sogenannten Occupy-Bewegung. Und also es ist echt wirklich böse, ich meine, dass ich mich da bei diesen Arbeits-
Podcast-Geschichten, die ich anmelde. Aber ich habe halt einfach ein enormes Déjà-vu. Und ich weiß, wo das Ganze hinführt. Und die Ansätze sind genau die gleichen wieder. Also im Endeffekt wurde nicht daraus gelernt. Ja, und da willst du es dann besser machen. Doch mal eine Alternative. Siehst du willst von mir eine Lösung haben. Ja, aber wir müssen doch erstmal, wie gesagt, das B erstmal erreichen. Aber es ist ein ganz anderer Ansatz. Das wissen wir doch. Das weißt du doch gar nicht. Die Grundidee ist vollkommen in Ordnung. Finde ich auch total unterstützenswert. Ja? Aber die Herangehensweise ist halt immer die gleiche. So. Und wir haben nicht daraus gelernt, dass wir jetzt schon nur an gewissen Meinungssachen schon total rückläufig sind. Also hallo jetzt sage ich dir mal was. Wir fangen tatsächlich hier was Neues an, ja. Aber glaube ich bitte nicht, dass alle Leute grundsätzlich unstrukturiert sind. Ich habe eine ganz klare Struktur. Ich würde aus einer Gruppe ehrlich gesagt ausbrechen, wenn ich merkte, dass ich fast zentral sei. Ja. Und das geht nicht. Und dafür müssen wir eben ein Koordinationstreffen machen, um uns wirklich über Arbeitsschritte zu sprechen. Und wenn da kein Aufbruch reinzubringen ist, dann können wir das Projekt abladen. Dann werden wir den Konferenz in der Lage sein, eine europäische Bewegung in den Gang zu setzen. Von daher sind solche Treffen absolut entscheidend. Ich denke, das ist noch ein ganz anderer Unterschied, weil es ja schon eine Zielsetzung hat. Nicht so wie bei Occupy, was machen wir jetzt oder so, sondern das geht ja schon in europäische Verfassung hin, in die Richtung. Also ich sag mal so, dann ist es eher hat ja auch die Gruppe sozusagen immer einen Auftrag innerhalb des Projektes. Ja, was nun immer Öffentlichkeitsarbeit oder, ja. Aber ja, du kannst aber grob verstehen, was ich meine, oder? Ja, aber vielleicht haben wir ja da jetzt einen Vorsprung, dass wir diese Erfahrung alle schon gemacht haben. Und alle erstmal schön alle ausgelutscht und zerfasert und jetzt genau wissen wir eigentlich. Meine ich, dass ich gerade echt ein Déjà-vu habe. Ja, das können wir gerne machen. Das brauchen wir aber nicht hier machen, sondern dafür haben wir ja schon gesagt, es wird Arbeitsgruppen geben. Ja? In den Arbeitsgruppen wird grundsätzlich müssen erstmal Informationen angeholt werden. Wie zum Beispiel, wie ist diese Idee der Verfassung in Liechtenstein zum Beispiel entstanden? Das ist ein enorm wichtiges Ding, Top-Ding. Aber vorher brauchen wir uns doch überhaupt keine Gedanken machen über Logos oder wie wir irgendwelche Flashmobs machen. Ist für mich total irrelevant. Ja, also erstmal müssen wir die Informationen sammeln, um zu wissen, mit wem haben wir es überhaupt zu tun und mit was haben wir es überhaupt zu tun. Deswegen ist, wir haben jetzt schon einiges an Informationen gesammelt, wir sind jetzt schon einiges zu wissen, deswegen sind wir vielleicht schon ein Schritt weiter als du jetzt gerade. Also schon, jetzt wie bringt man dann die Informationen an alle, sodass sich alle damit auseinandersetzen können? Genau, das ist auch noch klar. Die Leute, die jetzt schon aktiv sind, die interessieren sich halt auch dafür. Also denen kann man das ja erstmal nahe bringen. Aber ich denke, wir sind schon an dem Punkt, dass wir dem sogenannten Volk das nahebringen wollen. So. Aber erstmal müssen wir den Leuten, die es verkaufen wollen, denen müssen wir es doch erstmal 100% verkaufen. Wie machen wir das? So. Wie erreicht man denn eine Welle? Nicht indem man eine Welle hat, sondern indem man erstmal Themen anstrengt. Haben wir ja schon besprochen über verschiedene Medien. Also ich habe da zum Beispiel Artikel geschrieben, wir machen Videos über Interviews. Es wäre gut, wenn mehr Leute ihr Statement sozusagen schreiben, über Alex Elf zum Beispiel, einfach was zu schreiben, warum sie das gut finden, einfach was über mehrere Kanäle verbreiten. Und eben Radio und sowas haben wir auch schon angesprochen. Mhm. Medienarbeit. Das war vorher, ne? Sobald ich auf einer guten Idee im Konsens gefunden habe, auf europaweiter Ebene, quasi, da muss man sich wenig Sorgen machen, weil sich dann Multiplikator vor Anfang ganz alleine finden. Es hat angefangen mit zum Beispiel mit Prinzip der Assemblée, um schon mal ein konkretes Beispiel zu nehmen. Es wurde quasi in Spanien entwickelt, hat sich von da aus dann in Europa über das Internet quasi nullzeitig total schnell übertragen. In Griechenland ist angefangen nachzumachen, in Deutschland ist es angekommen, Frankreich wird damit teilweise gearbeitet, wenn was los ist, die Engländer kennen das mittlerweile auch. Und es ist dann auch bewegungsübergreifend dieser Impuls gegangen, das heißt, die Welle ist dann da entstanden. Du hast den Multiplikator und es schwappt dann über, taucht überall auf. Das ist nicht verteilt, dass man alleine. Wichtig ist halt, dass man den richtigen Content zur Verfügung stellt. Das sind da extra Sachen geworden, dann Sachen. Das heißt, wenn man jetzt an so Sachen hier in der Verfassung oder so arbeiten möchte, dann muss man das finden. Ja, generierst den Content einmal, stellst den raus und der Rest verteilt sich dann.
das haben wir ja mittlerweile in Methoden. Das heißt, wenn die Idee wirklich gut ist, dann verteilt sie sich von ganz alleine. Da muss man sich nicht wirklich Sorgen drum machen. Wir haben das jetzt auch schon auf Facebook gesehen, wie schnell das geht. Aber da hat man vorhin gesagt, dass Facebook oder allgemein das Internet so viele von so viel ausmacht. Ja gut, erstmal Facebook vom Internet überhaupt, also vielleicht besser einen Blog zu machen und den dann immer nach Facebook auch noch mitverteilen, aber es gibt halt ganz viele Leute, die haben gar keinen Bock auf Facebook und sagen, ich melde mich doch nicht an, nur für die Sache oder was. Ein wichtiger Punkt habe ich noch kurz angebracht. YouTube ist freier, YouTube ist offener und YouTube hat bei weitem höhere Nutzerzahlen als Facebook. Das ist nicht, was das soziale Netzwerk als solches anbelangt, sondern was die Verteilung von Inhalten anbelangt. Okay, aber da können wir uns doch noch später drüber unterhalten. Ich meine, eben, Facebook und YouTube einfach. Uns wieder melden, bitte. Ja, also ich habe... Versteht niemand, was du sagst. Ja, also ich denke mal, wir können die Sache relativ einfach halten, so auch so kompliziert sie scheint, indem man den Kern einfach nach oben hält. Also wir müssen, wir wollen, dass die Bürger selbst eine Verfassung schreiben. Das ist der Kern. Und das, diese Rahmenbedingungen müssen wir schaffen. Wenn wir uns immer wieder diesen Kern hervorheben, dann denke ich, dann verzetteln wir uns auch nicht und dann gibt es auch kein Déjà-vu-Erlebnis mit Occupy und so weiter. Und die Frage müssen wir uns stellen. Und einen Vorschlag wollte ich jetzt mal machen. Dadurch, dass ich denke, dass wir auch schnell einen eigenen Blog haben sollten und nicht Facebook, wie wäre es, dass wir Namen irgendwie mal brainstormen? Ja, denke ich schon irgendwie. Das würde auch Gruppenzusammenhalt vielleicht generieren. Also einen hatten wir mal, New Rope, wäre dann neues Seil, auch wenn man es getrennt ausspricht. Das war jetzt das, was ich anbringen wollte, wir haben eine Konflikt. Im schlimmsten Fall dann halt auch das, Ja, dann Gegenvorschlag. Wir brauchen einen Namen. New Rope Deal. New Rope. Das ist ja wie Neurosemon, oder? In Europa steckt irgendwie auch Neurose. Wir haben eine konkrete Anfrage bekommen. Wir können die Webseite, das wäre eben gut, wenn wir das jetzt heute abstimmen, weil ich habe gesagt, dass wir das heute besprechen. Wir haben ein Angebot bekommen, die URL weareeurope.net zu bekommen. Also wir könnten die nutzen. Und zwar, so wie ich das verstanden habe. Ich habe damit gleich ein Ungefühl, es kriegt nicht, wie genau das, wovor vorhin gewarnt worden ist, von diesem typischen EU. Also dieser Wir sind Europa-Kampagne gab es von Merkel schon. Vielleicht sollte man jetzt mal UR machen. Ja, anstatt wie also. Wenn dann UR, ja. UR. Aber also wir haben dieses Angebot und ich würde dann, ich müsste das dann jetzt demnächst halt der sagen, ja, nein, deswegen spreche ich das jetzt an, wollen wir das haben, diese Seite oder nicht. Ist eine laufende Plattform schon? Die Plattform gibt es schon, ist für ein anderes Projekt eigentlich mal entstanden, aber wird nicht mehr genutzt. Mhm. Und soweit ich das verstanden habe, können wir die kostenlos nutzen. Oh, ja. Okay, also ist das jetzt ein Stimmungsbild der Frage? Nee, das ist jetzt die Frage an euch einfach, wollen wir VR Europe als eine Seite zum Beispiel nutzen? Wir könnten uns ja noch entscheiden, die jetzt als Hauptseite nutzen oder als so eine Seite zum Beispiel, wo man dann einfach Kommentare sammelt oder Artikel oder Meinungen sammelt, so wie Günther das da eben geschrieben hat, dass man jeder dort schreiben kann, einen Artikel aufstellen kann und sowas. Also einfach eine Information. Ja, wir kondensieren jetzt den Namen. Regelliste? Drei. Also als Nebenseite finde ich es okay, aber als Hauptseite würde ich es nicht mehr eingehen. Gibt es eine Regelliste? Spricht eben. Also Namen sind ja schon wichtig, nicht das A und O und nicht das Hauptaugenmerk, aber es ist schon wichtig. Ich kann ja mal brainstormen, aber eine Entscheidung würde ich heute nicht fällen wollen. Mhm. Das Angebot steht, ob man das erstmal, solange nichts Neues da ist, nutzt, finde ich gar nicht so schlecht, aber im Prinzip ist das richtig, den richtigen Namen zu geben. Oder auch für die Diskussion. Also unter Zeitdruck gibt es eben die besten Entscheidungen. Aber dann sollten wir es trotzdem mal nach oben setzen. Ja, genau. Soll ich das mal werfen? Wir haben einen Abend konferiert, die Community. Und haben uns mit so neuen Konsolidierungsmethoden auseinandergesetzt. Die Frage, ob die Probleme der alten Konsolidierungstechniken, Modelle halt stückweise beheben.
konkreter werden? Also welche schwierigen großen Fehlermomente es da geben kann, kann man sich ja schon ein großes Ideal. Also ich denke mal in unserem Rahmen das ist das einzig Mögliche, aber trotzdem in dem, was wir kennen, idealer als alles andere. Es gibt ja auch Power und Tiefe. Also von den alten Kontrastmethoden, ein Teil der alten Kontrastmethoden ist auch sehr gut, sozusagen. Das hat uns schon auch geholfen und da haben wir auch schon viele Erfahrungen gesammelt, sozusagen auch in der Friedensarbeit spielt die einfach schwer. Andererseits gibt es aber daran auch Punkte, quasi im Ablauf, wie man dann sozusagen den Entscheidungsprozess wirklich abbrechen. Jemand hängt in den Strohhalm quer und gibt sich ein Veto ein zum Beispiel. Und wenn ich das noch immer, das kann richtig sein. Ja, aufgrund dessen, ein konkretes Beispiel nennen? Wie jetzt zum Beispiel gerade Maestro beziehungsweise gerade Veto eingelegt hat, wie das Prozess, quasi so ein Zweifel. Man hätte auch, man hätte auch anders verstanden können, das Veto ist ja per se, also ein altes Konzentrierungsmodell, eine 0-1-Entscheidung. Ja? Also im Grunde genommen gibt Widerstand an auf 0 versus 1. Man hat aber eigentlich auch die Möglichkeit, und darin steckt dann viel mehr Information, auch sich im Grunde genommen dann über den eigenen Widerstand miteinander zu unterhalten, über die verschiedenen Bedenken und dann halt die Lösung zu optimieren, nämlich quasi abgestufte Widerstände sozusagen, die die Lösung generieren. Und halt eben quasi nicht diesen einfachen Leitentscheid zu haben, A versus B, ja, sondern A und B. Und dann hast du schon unabhängige Bewertungen der einzelnen Optionen. Dadurch sind sie erstmal schon weniger manipulierbar und wird auch weniger störbar, weil man eben den Prozess nicht knochen kann, sozusagen durch den Weg. Das sprichst du also sozusagen schon von neueren Methoden, die ich schon als fast ältere bezeichne, mit denen ich schon länger arbeite. Also es gibt, ich kenne 5 Ja-Stimmen und nur eine Nein-Stimme und die Nein-Stimme beinhaltet dieses Veto beinhaltet lediglich, also auch noch sehr kraftvoll, ich kann sonst nicht damit leben. Also ich müsste die Gruppe verlassen oder so. Ne? Da kommen wir ja zu gar nichts mehr. Ja, ja. Da aber das kommen wir ja hier zu gar nichts mehr. Das Veto meint, ich stimme nur dagegen, wenn ich wirklich damit nicht leben kann. Ansonsten gibt es 5 verschiedene Abstimmungsmodelle, die ein Mittragen trotzdem noch ermöglichen. Ich kann mal ganz kurz was sagen. Also, ist, finde ich, nicht nur gegen etwas zu sein, sondern auch gleichzeitig wirklich eine Alternative zu sagen. Also, dass wir uns hier alle gegenseitig hier bei, das fällt im Internet auch auf Facebook, da wird ständig vorgehalten, das machen wir falsch, das wird falsch gemacht, das ist scheiße. Aber keiner kommt mal auf die Idee zu sagen, so machen wir es besser. Weil das als scheiße wissen wir, aber jetzt muss man gesagt werden, wie machen wir es besser sozusagen. Und genauso sollte man, finde ich, auch ein Veto behandeln. Also, wenn jemand schon Veto macht, dann sollte man ihn auch fordern und sagen, wie würdest du es denn lösen? Und dann vielleicht daraufhin einen Konsens zu finden. Veto ist für mich Widerstand, quasi eigentlich dasselbe wie Widerstand. Und wenn ich quasi denke, da mir Widerstand nochmal aus, würde ich dann sagen, ich habe ganz starken Widerstand, dann drückt man eine Dringlichkeit aus, denn ich habe da Widerstand. Man kann das von einer Skala 0 bis 3, 0 bis 5, 0 bis 10 machen. Man kann dann im Nachhinein sogar noch die Grundlagen Zustimmung der mit erfassen, beim Konsensieren. Das erleichtert es quasi nochmal auch irgendwie die Abstimmungsentscheidung, weil man muss halt überlegen, entweder können sich die Widerstände, die dann auf verschiedenen Optionen abgegeben werden, auch sehr gleichen, da braucht man halt noch weitere Entscheidungsprozesse, oder der Widerstand nimmt eigentlich sowas wie die negative Emotion, die Unzufriedenheit mit dem System, ist ein Stück weit mal dann so Gegenwart oder Nulllösung, die auch die erste Veränderungssituation erfasst. Man erfasst viel mehr Informationen, wo das Problem liegt, sozusagen zur Veränderung einerseits und wie man auf die Menschen eingehen kann, dass man in den Prozess wiederum mit einbinden kann und dann halt optimierte Lösungen findet. Und dieses Argument zum Beispiel irgendwie, dann hat man kann dadurch zum Beispiel diese Links-Rechts-Problematik nicht lösen, sondern man findet immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist im Grunde auch ein Vorteil. Man muss bedenken, da gibt es ja auch Prozesse, wenn sie dann so kreativ und auch intelligent ablaufen, hat man nämlich These, Antithese, Synthese. Ja? Und somit kann man letztendlich tatsächlich in solchen Prozessen irgendwie endlich quasi durch visualisierte Mehrheitsprinzipien, die momentan noch haben, irgendwie gestört werden, das heißt, ja, kann man dann tatsächlich mehr als so eine kleine Karriere und Visionen entwickeln, so, die auch in den Konflikt einbringen. Ja,
also das war ja, also das was ich gehört habe, du bist in der AG konsensieren auch, ne? Mhm. Also das, was ich bis jetzt gehört habe, scheint es doch ganz gut zu funktionieren, oder? Also ich denke, also da werden ja die Tagespunkte auch sogar konsensiert am Anfang. Mhm. Und man misst dann statt Mehrheiten einfach Mehrheiten zu bilden, die Widerstände, und die mit dem geringsten Widerstand, diese Punkte werden dann besprochen oder eben halt auch nicht. Dann wird immer geguckt, wo werden noch Widerstände und wo sind die Widerstände, und dann kann man fragen, warum hast du diesen Widerstand? Ja. Und dann kann man das wieder einbringen und dann nochmal gucken. Also ich glaube, es ist wichtig, und ich glaube, da wird auch vorausgesetzt ein respektvoller Umgang miteinander. Ne? Also anders geht es ja auch nicht. Ne? Also das Grundprinzip ist, dass wieder gesehen und gehört wird natürlich. Ne? Und ich stimme nicht zu, dass man eine fertige Lösung bereits, wenn man den Widerstand schon Mut hat, den Widerstand zu äußern, dass man dann gleich irgendwie konkrete Vorschläge zu machen hat. Wichtig ist allerdings, selber begründen zu können, warum oder wo der Widerstand liegt. Also man kann dazu hinzufügen, wenn man dann also das kann einer Gruppe eben auch schon wieder eine neue Energie geben, um gemeinsam nachzudenken. Also zu sagen, also Moment, ich habe hier ein komisches Gefühl gerade oder das und das gefällt mir gerade nicht so, ist wichtig und ich weiß zwar jetzt auch nicht weiter, ist aber für die Gruppe wichtig zu hören. Genau, das ist quasi auch klar, das ist relativ legitim, so wie wir es damals teilweise bei guten Assemblers hatten, wenn jemand wirklich das Veto hat, zu sagen, warum hast du ein Veto, zu sagen, ich kann es nicht genau verifizieren, ich fühle mich mit dieser Entscheidung nicht wohl, ich müsste darüber nachdenken, deswegen lege ich jetzt erstmal ein Veto hin, aber ich weiß, dass ich mich damit immer total unwohl fühle, also ich kann das so nicht mittragen. Also man kann nicht immer gleich ein Gegenargument haben, in dem Fall jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, wurde ja diese Seite. Ich meine ja auch nicht. Nee, warte, lass mich das ausgehen. Da wurde ja quasi eine Seite vorgeschlagen, Seitenname, We Are Europe. Ich habe gesagt, da hätte ich totales Veto gegen. Ich würde mich mit sowas wie Europe wohler fühlen, weil es anders klingt und eben dieses ursprüngliche, was eine Merkel schon bedient hat, nicht mehr bedient. Also da war eine klare Schlussfolgerung hinter, warum habe ich das Veto und bla bla bla. Klingt halt nicht immer. Geht halt nicht immer. Aber das Mangel an Wissen kann zum Beispiel auch ein Veto auflösen. Ne? Weil ich kann ja gar keine Entscheidung fällen, weil ich weiß so wenig drüber. Man kann ja auch statt Veto kann man auch sagen, ich habe hier einen Widerstand von 10. Ja? Das bedeutet anlösen, nochmal eine neue Runde gehen, nochmal darüber nachdenken, brauchen wir mehr Informationen, müssen wir über neue Lösungen nachdenken, was konkret stört hier eigentlich. Und das ist eigentlich so das Prinzip daran. So. Also man braucht gar nicht jetzt mehr Veto schreien, sondern es heißt einfach, hier ist mein Widerstand. Ja, also ich halte mich auch kurz. Also ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Thema, welches Abstimmungsverfahren wir verwenden wollen. Also jetzt wurden ja irgendwie E-Mail-Adressen aufgeschrieben. Das wäre ja nett, wenn man in diesem Verteiler, denke ich mal, mündet es am Ende. Wenn du vielleicht einfach mal allen schreiben könntest, wie das funktioniert, damit wir irgendwie auf den Kenntnisstand kommen. Wie das funktioniert? Mit dem SK-Prinzip. Also das ist ja, da kann man sich alles in der Webseite genau. Und auch ein bisschen diese Schlüsselgeschichte von diesem Mehrheitsprinzip, diese Einfachheit, das qualitative Mehrheitsprinzip auch mit der Auswirkung auf die Gesprächskultur zum Beispiel. Ist auch ganz spannend. Und ansonsten würde ich halt auch gerne einladen zu den demnächst stattfindenden AG-Treffen, die AG konsensieren. Die Termin steht noch nicht ganz fest, aber kann ich auch gerne schicken. Der wird gerade konsensiert, genau. Der Treffer hat keinen Sinn mitmachen. Also das nur als Anregung, denke ich. Also ich finde, glaube ich, genauso wichtig wie den Namen, auch jetzt das Abstimmungsverfahren. Wie wollen wir denn vorgehen, um zu einer Entscheidung zu kommen? Aber wie stimmt ihr denn über das Abstimmungsverfahren? So, werden wir nicht fertig. Oder was wird nicht fertig? So. Das wird nicht. Ich glaube, da scheint man sogar streng sein. Das ist ja die Frage, wie man das Abstimmungsverfahren macht. Zum Urschlag. Durchgehend die Lösung aus zu sehen, finde ich gar nicht, weil aus zwei Gründen. Einerseits, in Bezug auf diese europäische Parlamentsgeschichte finde ich das sehr gut. Ich glaube, dass auch technisch wahrscheinlich eine Möglichkeit ist, aber vielleicht muss man verschiedene Möglichkeiten evaluieren oder die dann miteinander vergleichen und gucken. Und zweitens, es geht nicht immer darum, Entscheidungen zu treffen, die gegen den menschlichen Widerstand hervorrufen. Nee, manchmal muss man Entscheidungen treffen, die gegen sehr alle Widerstände durchgesetzt werden muss, um überhaupt erst einmal eine Basis zu kriegen, auf der man agieren kann. Und da
sehe ich halt die Schwierigkeit. Ja, wenn wir jetzt beste Prinzip. Wir würden den Flughafen Berlin-Brandenburg planen. Dann wären wir jetzt in der Bauleitplanung. Und krieg erstmal den Lohn vom Bauleiter? Hallo, komm, bleib bitte ernsthaft. Ich meine jetzt nicht wirklich ernsthaft, man muss sehen, wir sind doch nicht im Projekt drin, sondern wir überlegen uns, wie das Projekt aussieht. Dafür ist eins notwendig, dass wir die unterschiedlichen Phasen erstmal aufgeschrieben haben, was muss alles passieren, welche Fragen, welche Infrastruktur ist zu legen. Und innerhalb der Infrastruktur ist das zukünftige Abstimmungsverfahren ein Punkt unter vielen. Und im Moment kann ich nur sagen, für diese Planungsgruppe, da muss einfach Harmonie herrschen und die muss sich ergeben. Und wenn die sich nicht ergibt, dann braucht man auch. Dann wird es eben nichts. Nicht gleich drohen. Nein, das hat mit Drohung nichts zu tun. Dann wird es nichts werden. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir eine gemeinsame gute Absicht haben. Und wir müssen jetzt mal die unterschiedlichen Aspekte zusammentragen. Also ich könnte eine Stunde lang über Probleme sprechen, die dieses Projekt beinhalten. Das macht aber keinen Sinn. Das sind nämlich dann nur meine. Und ich finde es viel besser, wenn wir uns in einem kleineren Kreis treffen von Leuten, die sagen, wir wollen mitarbeiten und dass jeder seine Punkte vorträgt und die werden gleichberechtigt an eine Tafel geschrieben und versucht man die wieder beim vernünftigen, ernsthaften Brainstorming immer gilt, dann werden die in eine Ordnung gebracht, dann überlegt man, welche Punkte passen zueinander und dann werden die in einer Gruppe besprochen. Das ist, glaube ich, ein vernünftiges Verfahren. Wir können nicht alle Fragen gleichzeitig lösen. Und wir müssen am Anfang die Gleichberechtigung von Problemen und Aspekten erstmal zur Voraussetzung machen. Und deshalb auch die Frage, wie wird abgestimmt, ist nicht die alleinentscheidende. Und wenn wir uns an einer Frage festbeißen und dann an allen anderen nicht weiterkommen, dann macht das keinen Sinn. Gut, dann spreche ich. Ja, also ich meine, klar, wenn man aber eine Infrastruktur aufbauen will, rein aus technischer Sicht braucht man dafür einen Namen, weil irgendwie Name muss das Forum tragen, man muss es irgendwie erreichen können. Also bedingt sich das allein schon technisch, dass dort eine Entscheidung getroffen werden muss. Und deswegen kamen wir dann zum Abstimmungsverfahren, weil es ja schon beim Namen ja schon losging. Ja, nur um das nochmal aufzuschlüsseln, weil ich glaube, in dem Moment war es auch oben. Deswegen ist Abstimmungsverfahren klar. Man kann natürlich auch sagen, es entscheidet einfach jetzt eine kleine Gruppe, wie das heißen soll. Nee, aber das wäre doch eine gute Aufgabe für den nächsten Termin, sich da was zu überlegen und Vorschläge eben schon mal zu machen, wie jeder eben für sich hat. Und dann gucken wir mal, wo die Tendenz hingeht. Und dann können wir das ja auch noch mal im Netz verbreiten und da auch mal eine Rückmeldung abholen. Und dann haben wir ja dann sicher auch dann. Wie gesagt, der momentan ist jetzt europäischer Konvent. Oder irgendwie Convention. Finde ich gar nicht so schlecht, man könnte der World für diesen Convention nachher noch groß machen, wenn wir wirklich alle einsehen wollen. Ich erkenne im Moment keine Frage, die irgendeinem Punkt wichtiger ist als andere. Ich würde mich dagegen wehren, irgendeine Rangordnung herzustellen, auch die Frage des Namens zu treffen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie die Facebook-Gruppe, die hat doch einen Namen schon. Die Seite, die hat einen Namen und das war gar kein Problem mit dem Namen. Der Name hat bisher noch gar keine Rolle gespielt. Und jetzt sitzen wir hier und müssen jetzt unbedingt wieder einen Namen dafür nochmal neu erfinden. Also, wo alle wieder mit einverstanden sind, wo sich keine Widerstände regen. Also, da findet die Zeugung statt, da findet die Schwangerschaft statt und danach gibt es den Namen irgendwie. Also, jetzt sich über einen Namen zu definieren, ist schwierig. Ich würde sogar noch weiter gehen, bevor wir zu starre Strukturen schaffen. Eine gewisse Ordnung wird sich einstellen, wenn wir es im Hinterkopf behalten, dass alles, was irgendwie zielführend sein möchte, auch eine Ordnung braucht, glaube ich, müssen wir das jetzt auch nicht über Knie brechen. So ein Wahlverfahren bräuchte dann auch wieder ein Prozedere. Wer legt das fest? Wie wollen wir das dann machen? Ich glaube, Leute, die irgendwie
wohlwollend, lautstark genug irgendwann argumentieren, werden auch von einer Gruppe angenommen, dann kann man irgendwie zwei, drei Sprecher finden und dann ist die Sache die erste Ordnung gefunden. Das schließt ja nicht aus, dass die auch beim nächsten Mal oder übernächsten Mal wieder abgewählt werden können, aber ein entscheidender Punkt ist, wenn so ein Koordinierungsgrüppchen sich bildet, dass eben auch denen allen klar ist, was das bedeutet. Das ist eine horrende Arbeit, das bedeutet eben auch, dass ein intensives Treffen ein kontinuierlicheres Treffen stattfinden muss, ansonsten macht das ja keinen Sinn, wenn da jemand sagt, ich mach mal mit und ich bin aber jetzt ein halbes Jahr auf Urlaub oder so. Das muss aber doch jederzeit möglich sein, dass sich jeder an bestimmten Stellen mit einbringen kann. Das kann ich nicht festen, starren Strukturen. Ich habe mich gemeldet. Entschuldigung. Wir haben bisher den Namen Europäischer Bürgerkonvent oder European Citizen Convention auf Englisch. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen. Hat eigentlich überhaupt irgendwer hier einen Widerstand dagegen, das so zu nennen? Englisch nicht, aber Deutsch schon, weil das doppelt belegt ist, Wikipedia belastet den Namen schon sehr negativ konnotiert. Da würde ich für rechnen. Nein, 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 Wikipedia, da gibt es einen europäischen Konvent, aber kein europäischer Bürgerkonvent, oder? Bürgerkonvent. Mhm. Bürgerinnenkonvent, nicht Bürgerinnenkonvent, aber Bürgerkonvent. Das ist eine rechtslastigen mit. Das ist eine geschlossene Gruppe, die hat mit Bürgern nichts zu tun, wenig transparent, ist von einigen sehr fragwürdigen. Einige sind auch bei der FDP, aber das ist ja nicht so. Ich wollte nicht parteiorientiert machen, aber es ist auf jeden Fall nicht offen, nicht transparent und hat mit Bürgern nichts zu tun. Steht aber bei Wikipedia und wenn dann jemand hört, hier Bürgerkonvent, dann googelt und dann darüber stößt, oh Gott, also das wäre fatal. Vielleicht sollten wir das rausnehmen. Ja. Aber das ist ein großes Ranking. Auch immer wieder auf. Also auch Konvent ist bei einigen zu kirchlich oder so. Ne? Also da gibt es einige Sachen, die wir vielleicht klären, aber Europa. Das Problem ist bei New York, da steckt im Namen nicht das drin, was eigentlich Sache ist. Bei Europäischen Bürgerkonvent, da weiß man gleich, es geht darum, die Bürger in Europa setzen sich zusammen und machen, ja. Vor allem Treffen. Das kann man ja als Untersatzteil besser ausdiskutieren. Nein, also Wahlen Demokraten in Europa sind nicht neu. Das, was neu ist, ist das, was gerade gemacht wird. Und dagegen sind wir eigentlich. Also ich habe zu Hause schon ungefähr 10 Namensvorschläge aufgeschrieben. Aber ich finde nicht, dass wir bis zur Erschöpfung diskutieren müssen. Weil ich finde, wir sind jetzt eigentlich an einem Punkt gelangt, wo man, meine ich, aufhören kann. Da kann man das Ganze nachklingen lassen und dann fällt einem am nächsten Tag noch was dazu ein und beim nächsten Treffen sind wir wieder frischer dabei und auch mit gefestigteren Meinungen. Also mein Tipp wäre einfach aus Energiespargründen jetzt einfach mal einen Schluss zu machen und zu sagen, wann treffen wir uns wieder. Also die gewisse Problematik ist, wir haben gesagt, nächste Woche Mittwoch haben wir die Veranstaltung mit den Ausländern, also Zielgruppe Ausländer. Natürlich auch wieder kommen kann. Europäische Ausländer? Ich bin Schwabe. Ausländer. Und Woche drauf, aber das haben wir noch nicht fest terminiert. Hatten wir überlegt, die Sache mit den Künstlern zu machen. Wir könnten aber auch zum Beispiel sagen, in 14 Tagen ist einfach das nächste Treffen hier. Und dann machen wir die Sache mit den Künstlern eben in 3 Wochen. Ja, weil wir sollten in der mindestens 2 Wochen treffen und irgendwann nochmal Aufgaben abstecken, die man bis dahin sozusagen schon ein bisschen irritiert. Zum Beispiel, dass wir jetzt alle darüber nachgedacht machen, mit welchem Namen sie sich wohlfühlen könnten, das könnte man dann im nächsten Mal sozusagen konsensieren oder festlegen. Oder vielleicht schon, Christian sieht sich jetzt schon in dieser Online-Geschichte heraus, über ein Feld oder was auch immer, oder Janu bietet auch ein SK-Tool an, was auch immer, keine Ahnung, dass man das schon mal machen könnte, damit man, da kann jeder seine Vorschläge einbringen und der Vorschlag mit dem wenigsten Widerstand ist dann halt und der Name, wenn er, ne, zum Beispiel, also wäre, wenn wäre. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, weil die ganze Zeit helfen müssen, im Juni, glaube ich, wollen wir immer noch die Beine stellen, ne? Bis dahin. Ich habe überlegt, dass das sogar bis Ende Mai schon sein müsste, weil wenn wir das soweit schon zumindest in eine spruchreife Position bringen können, also dass es umsetzbar wäre oder dass es an die Menschen ran, ne? Dann wäre sowas wie Blockupy schon ein perfekter Termin. Ist unrealistisch, aber ich. Man muss sich nicht unter Druck setzen, aber auch auf
Was mir jetzt helfen würde, also ich mache mit Steffen im Moment diese Facebook-Seite, weil im Prinzip viele Informationen war eben über Island an die Firma dran posten, like die Seite, teile die Berichte, schickt schöne Bilder, die das Thema emotional rüberbringen. Ich habe jetzt ein paar selber gemacht. Aber umso mehr da mitmachen und umso mehr Leben auf diese Seite kommt, weg von Herrn Verlinde. Der Name wurde schon längst akzeptiert. Ich hab, innerhalb von 2 Wochen haben wir 300 Daumen da gekriegt für fast nichts tun, sondern einfach nur, weil wir die Idee genannt haben. Die Idee ist super. Wir können noch 10.000 andere Seiten von der in Europa. Wir haben die Seite European Citizen Convention Germany, also DER, Europäischer Bürgerkonvent Deutschland. Das ist wirklich wichtig, weil du hast einer der größten Kanäle, über die wir das sprechen können, in welchen Demokratien wählt sich schon sehr oft. Da haben wir auch richtig Zuspruch mit dem Mann. Da ist noch mit übergefallen, haben wir schon mal 2 Kanäle, die ziemlich groß sind, wo dann die Ideen, die überhaupt weiterhin so von außen überhaupt wieder da reinkommen. Wir sind jetzt hier in so einem kleinen Kreis und denken uns hier was aus, aber die brauchen eigentlich jeden. Viele, viele Ideen. Ich bin vom Forum nicht dabei, wir machen eine Magazinsendung auf dem Kanal. Das Ganze ist, ja, für uns, wir haben Schnittrechner in der Köpi, ich entwickle ein paar Pläne von uns hin. Wenn wir auf dem Kanal bin ich dabei und wenn ihr Interviews oder so möchtet oder so, ist es kein Problem, dann können wir das hier auch bei ihm bescheiden posten und so. Die Kamera habe ich meistens immer dabei, meistens hier. Und diese Videos können wir dann über die beiden Seiten immer raushauen als Werbung. Das wird im Top aufgeteilt. Es ist wichtig, dass ihr teilt, dass wir eine hohe Viralität bekommen, weil wenn wir so klein bleiben, erreichen wir Themen, dann teilen wir uns die Beiträge hin und her, aber denen ist auch interessant. Ja, aber wenn was bei auf jeden Fall rausgekommen ist, dann diese Professionalität des Verteilen der Informationen. Genau. Wir können das in der Kürze schneiden. Aber die Bereitschaft des Teilens und so fällt mir auch mal schon abgenommen, vielleicht sind wir schon zu abgestumpft und wissen schon zu viel. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, autonormal in Anführungsstrichen, der kennt sich alle noch nicht. Und dem muss man jetzt manchmal auch 10 oder 20 Mal erzählen. Das kommt hier bestimmterweise auch nur so vor, dass weniger geteilt wird, weil einfach weniger bei dir ankommt. Das auch noch Platz. Du merkst es nicht, ja, oft. Also, und ich finde, ich wollte noch eins hinten anfügen, wir sollten einfach mal viel optimistischer sein. Ja. Alleine schon die Reaktionen auf die Seiten. Ich glaube, wenn du an die Menschen mit einer positiven Einstellung rantrittst, dass wir daran arbeiten, eine europäische Verfassung der Menschen zu machen, dann kriegst du von fast von alleine einen unglaublichen Mitmachdrang in vielerlei Hinsicht. Nicht den allumfassenden, aber zumindest schon mal ein gutes Start-up. Nee, aber formulier es mal richtig. Wir geben dir die Möglichkeit, die Verfassung zu schreiben. Genau. So. Genau. Aber da kannst du natürlich auch rechnen, weil die Leute auch keine Verantwortung übernehmen wollen. Sehr gut, das aber grundsätzlich dieser positive Gedanke, glaube ich, kann sehr, sehr schnell und sehr gut bei den Menschen ankommen. Die fragen sich dann natürlich irgendwann, was sie dafür tun müssen und dann überlegen sie nochmal, ob sie es wirklich tun. Aber diese Grundidee könnte aus meiner Sicht eine ähnliche Chance haben, wie zu der Zeit, als Occupy Echte Demokratie jetzt gekommen ist, eine Bewegung zu schaffen, eventuell. Ich will noch nicht, ne? Kann auch irgendwie noch andersrum kommen, aber... Ja, und wie gesagt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Spanien gibt es eine Gruppe, die da schon ziemlich intensiv damit arbeitet. Also mit denen sollten wir uns auch... Definitiv. Ja. Wenn wir das rausbekämpfen würden... Ja, das kriege ich raus. Also wir sehen uns in 14 Tagen hier und die Leute, die... Ja, ihr habt es gehört, Leute, die Übertragung endet jetzt hier, die Sitzung ist zu Ende, so in 14 Tagen findet die nächste statt. Ja, wir informieren euch weiter, geben euch auch ein paar Links über Castor TV raus und ja, wo ihr die ganzen Pads und so weiter erreicht, ich denke mal, da machen wir auch mal noch eine kleine Rubrik für auf. Ja, ich bedanke mich für den Support von Castor TV und fürs Zuschauen. Wir sehen uns wahrscheinlich zum nächsten Sendetermin und der ist schon am Samstag. Da geht's am Cottbusser Tor die Übung für Blockupy, am Sonntag darauf dann die Nachtsendung. Bleibt am Ball, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin